Tagesordnungspunkte 22a bis 22c. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 104c, 104d, 125c und 143e. Und Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Bildungsföderalismus stärken, sowie Beratung des Antrags der Fraktion der FDP und Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Bessere Bildung durch einen modernen Bildungsföderalismus. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 90 Minuten vorgesehen. Mangels Widerspruch ist es so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Das Grundgesetz ist sorgfältig beraten. Man sollte es nicht ununterbrochen ändern. Die Finanzverfassung hat einen hohen Stellenwert in Deutschland und ist sorgfältig abgewogen und gewachsen. Auch die sollte nicht ununterbrochen geändert werden. Wenn man sich also daran macht, Verfassungsänderungen vorzunehmen und insbesondere die Finanzverfassung in unserem Land zu ändern, dann muss man dafür gute Gründe haben. Ich glaube, dass die drei jetzt von der Bundesregierung im Wesentlichen vorgeschlagenen Verfassungsänderungen gute Gründe haben und dass wir sie auch vornehmen sollten. Das erste große Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist, wie können wir den Wohnungsbau in Deutschland voranbringen und insbesondere den sozialen Wohnungsbau. Wir haben eine Zeit lang in Deutschland geglaubt, dass es vertretbar wäre, dass sich der Bund aus der Förderung des sozialen Wohnungsbaus irgendwann verabschiedet. Das ist Gegenstand der Verfassungsänderung gewesen, die dazu führen, dass 2019 der Bund heute die Kompetenz verliert, für Mittel zu sorgen, die die Länder und die Gemeinden einsetzen können bei der Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Heute wissen wir, unverändert ist die Notwendigkeit da, preiswürdige Wohnungen herzustellen, und unverändert ist es notwendig, dass dabei Gemeinden, Länder und der Bund zusammenhalten. Deshalb schlagen wir heute hier vor, dass das Grundgesetz so geändert wird, dass auch in Zukunft in den 20er Jahren sozialer Wohnungsbau von der Bundesrepublik Deutschland unterstützt werden kann. Warum wollen wir das? Wenn man sich genau umschaut, dann stellt man fest, ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger unserer Städte ist auf geförderte Wohnungen angewiesen. Die Einkommensverhältnisse in Deutschland sind ganz anders, als sie manchmal so daherkommen. Ungefähr die Hälfte aller Haushalte in diesen Städten hat schon immer eine Berechtigung, eine geförderte Wohnung zu beziehen. Nicht alle müssen das tun, weil sie schon lange in einer billigen Wohnung wohnen und das Mietrecht sie schützt. Nicht alle müssen das tun, weil sie in einer Genossenschaftswohnung oder einer kommunalen Wohnung wohnen und das sie auch vor allzu großem Preisdruck beschützt. Mancher hat sich auch mühsam ein kleines Haus, eine Eigentumswohnung abgespart und ist deshalb auch nicht darauf angewiesen. Aber wissen müssen wir immer, theoretisch ist von der Einkommenslage das so, dass etwa die Hälfte aller Haushalte auf eine solche Wohnung einen Anspruch hat. Und das macht deutlich, welche Dimension der soziale Wohnungsbau in Deutschland wieder haben muss. Wir müssen zurückkehren zu besseren Zeiten mit mehr sozialem Wohnungsbau. Und darum geht es auch bei dieser Verfassungsänderung. Und eins ist doch auch ganz klar, dass auch in die Richtung derjenigen, die glauben, das kann alles marktwirtschaftlich ganz von alleine gelöst werden. Eine Neubauwohnung in einer sogar mittleren Stadt mit nicht allzu großem Preisdruck kann in Deutschland nicht so errichtet werden, dass sie weniger als 10 Euro netto kalt kostet. Manche müssen noch viel mehr aufwenden, damit sich das wirtschaftlich rechnet. Und ich rede hier nicht von Spekulanten, ich rechne von Unternehmern, die Häuser bauen und dabei gut rechnen. Ein erheblicher Teil der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes kann sich solche Mieten nicht leisten. Und wir müssen es deshalb möglich machen, dass es auch neu gebaute Wohnungen gibt für knapp über 6 Euro oder für 8 Euro. Und das geht nur mit öffentlicher Förderung. Was sich da verändert hat, vielleicht noch ein Hinweis: Die Zahl der Sozialwohnungen ist heute massiv gesunken. Das waren 2,6 Millionen 2000. Es sind jetzt weniger als 1,2 Millionen. Man sieht, die Zahl geht ständig zurück. Und deshalb müssen wir wieder eine Wende einleiten. Das zweite große Thema, das uns hier zusammenführt und für das wir eine Verfassungsänderung vorbereiten, ist, dass der Bund
die Länder unterstützen kann bei der Bildung. Und das ist notwendig. Wir wissen, es geht hier um Infrastrukturen, aber es ist notwendig, damit wir sicherstellen können, dass überall in Deutschland unter Berücksichtigung gleichwertiger Lebensverhältnisse erstklassige Bildungsangebote zur Verfügung stehen. Es wird ja gern darüber geredet, was so alles notwendig wäre. Und wir haben jetzt auch uns auf den Weg gemacht, für gleichwertige Lebensverhältnisse viele Vorschläge zu sammeln und in die Tat umzusetzen. Eine ganz zentrale Frage ist immer die richtige, nämlich, dass man, egal wo man aufwächst, die besten Bedingungen vorfindet. Und deshalb ist es auch hier richtig, dass der Bund und die Gemeinden und die Länder zusammenhalten und der Bund auch in Zukunft die Möglichkeit hat, die Länder zu unterstützen. Weil das ja fast alle Bürger so sehen, wenn man Meinungsumfragen glauben darf, sind sie wahrscheinlich eher der Meinung, dass die föderale Verfassung nicht ganz das ist, was sie sich selber vorstellen in dieser Frage, anders als ich übrigens. Ich glaube, dass es gut ist, dass die Länder für die Bildung zuständig sind. Aber weil das ja immer diskutiert wird, will ich den Skeptikern eine Sache sagen. Länder und Gemeinden geben für Bildung etwa 130 Milliarden Euro aus. Wenn, wie wir das jetzt in der Finanzplanung vorgesehen haben, etwa 5,5 Milliarden Euro Bundesmittel in dieser Legislaturperiode eingesetzt werden, muss man sich schon sehr bemühen, darin eine Gefährdung des Föderalismus zu sehen. Es ist nur ein kleiner Beitrag zu einer ganz, ganz großen Sache. Und deshalb nochmal, was wir hier machen, ist das Zusammenhalten von Bund, Ländern und Gemeinden. Es ist keine Veränderung der föderalen Zuständigkeiten. Die Länder sind diejenigen, die für die Bildung zuständig sind. Ich halte das für richtig. Wir müssen sie aber unterstützen, und das ist richtig im Sinne der jungen Leute, die bei uns aufwachsen. Und die dritte substanzielle Veränderung, die wir Ihnen hier vorschlagen, ist, dass wir es uns möglich machen, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr in den Ballungsräumen und ihrem Umland besser und mehr fördern, als das in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Man muss sich ja fragen, warum ein Land, das ganz vorne an war, als die ersten schienengebundenen Nahverkehrssysteme etabliert wurden und sehr stolz darauf war, und Städte hat, die das auch heute noch in ihrer Geschichte erzählen, so sehr hinten liegt, wenn es darum geht, Metrosysteme auszubauen, S-Bahn und U-Bahn, wie wir sie hier nennen. Man kann sich einmal überall in Europa, in der Welt umgucken, dann stellt man fest, da gibt es massive, große Ausbauprogramme, die eine wirklich wichtige Rolle für die Stadtentwicklung und für die Zukunft der Länder spielen. Gerade jetzt erfahren wir immer mal wieder Zwischenberichte über den großen Plan für Paris, da werden 200 Kilometer neue Metrostrecken geschaffen, alleine für diese eine zugegeben große Stadt. Wenn man das einmal vergleicht mit den gesamten Ausbauvorhaben in Deutschland, dann ist das etwas, wo wir ein bisschen bescheiden beiseite treten sollten. Und deshalb ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, dass der Bund einen Beitrag dazu leistet, dass diese Strukturen, die den Nahverkehr verbessern, die dazu beitragen, dass das Klima besser wird, wieder mehr gefördert werden. Und da muss der Bund einen Beitrag leisten können. Das geschieht nämlich in all diesen Ländern. Keiner von uns käme auf die Idee, dass Bundesautobahnen und Bundesstraßen eine Sache sind, die die Länder und Kommunen alleine stemmen könnten. Wir gehen gegenwärtig, so haben wir uns das organisiert, davon aus, dass eine Kommune solche Systeme, die aber die Dimensionen von Investitionen haben, die auch mit Autobahnen vergleichbar sind, dass sie die alleine stemmen könnte. Das war nie richtig, und deshalb ist es wichtig, dass wir hier eine Korrektur vornehmen. Mit der Verfassungsänderung, die wir Ihnen hier vorschlagen, wollen wir gleichzeitig möglich machen, dass es nicht bleibt bei den 333 Millionen, die seit Jahrzehnten der Bund für den Ausbau dieser Systeme zur Verfügung stellt, sondern dass wir das auf 1 Milliarde anheben können und dass wir das dann dynamisieren können. Das ist ein Bundesbeitrag zum Ausbau der Verbindungssysteme in den großen Städten, und es ist ein ganz wichtiger Beitrag dazu, dass wir dem Klimawandel begegnen können. Vielleicht auch das in einer Zeit, in der alle darüber diskutieren, wie wir vermeiden können, dass
es Fahrverbote gibt für Individualfahrzeuge, ist es doch ein gutes Zeichen, dass wir auf alle Fälle jetzt mehr Geld investieren wollen für das, was an Nahverkehrsmöglichkeiten existiert. Ich bitte um Ihre Unterstützung. Schönen Dank. Jetzt hat das Wort der Abgeordnete Dr. Götz Frömming, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundesminister Scholz, Sie haben vorhin gesagt, 5 Milliarden Euro, das sei doch vergleichsweise wenig. Da haben Sie recht, bei über 30.000 Schulen im Lande kann man sich ausrechnen, wie viel davon vor Ort ankommt. Man könnte das Argument natürlich auch umdrehen und fragen, warum lassen wir es denn nicht ganz gleich und überlassen dies den Ländern? Ich will Ihnen sagen, warum Sie es nicht lassen, denn auch mit einem kleinen Finanzbetrag will der Bund sich natürlich Kontrollrechte sichern, aber dazu gleich mehr. Lassen Sie mich mit Erlaubnis des Präsidenten mit einem kurzen Zitat beginnen, das uns direkt zum Thema führen wird. Dass alles besser geregelt werden kann, wenn es in Berlin entschieden wird, ist eine Wahrnehmung aus Berliner Perspektive. Die Herstellung von Bildungsgerechtigkeit ist keine Frage zentraler Steuerung. Wenn es einzelnen Ländern an finanziellen Mitteln fehlt, muss die Mittelverteilung im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen geprüft und gegebenenfalls geändert, aber nicht die einzelstaatliche Bildungsverantwortung aufgegeben werden. Soweit, schade, dass die CDU nicht klatscht, soweit nämlich der hessische Kultusminister Professor Alexander Lorz, CDU, nein, nicht zum vorliegenden Gesetzentwurf, sondern schon in der FAZ vom 6.10.2016. Es gibt also, meine Damen und Herren von der CDU, vernünftige Leute bei Ihnen. Das macht Hoffnung auf die Zeit nach Merkel. Mit diesem Antrag will der Bund sich mehr Einflussmöglichkeiten in den Bereichen Bildung, Wohnungs- und Straßenbau verschaffen. Um den Ländern die Zustimmung zu erleichtern, sich in diesen Bereichen Stück für Stück, das ist ja sicherlich hier nur der Anfang, den wir heute vor uns liegen haben, an die Zügel des Bundes legen zu lassen, soll der jeweilige Zügel vergoldet werden. Im Bereich der Bildung, wir haben es gehört, werden fürs Erste bis zu 5 Milliarden Euro versprochen. Nun liegt es in der Natur der Sache, dass die Länder und Kommunen zwar gerne mehr Geld hätten, sich aber nicht oder nur ungerne an den Zügel legen lassen wollen. Der Bund wiederum will sich mit der Vergabe von Steuermitteln ein Mitspracherecht erkaufen und den Ländern vorschreiben, was sie mit dem Geld machen sollen, weil er ihnen nicht zutraut, das Richtige zu tun. Mit Verlaub, meine Damen und Herren, das ist nicht souverän, das ist Bierzeltpolitik nach dem Motto, wir haben die Musik bezahlt und bestimmen nun auch, was gespielt wird, ob es dem Publikum nun gefällt oder nicht. Die vorliegende Stellungnahme des Bundesrates zu diesem Gesetzentwurf ist sehr aufschlussreich und mich wundert nicht, dass sie eben verschwiegen wurde, denn daraus wird ersichtlich, dass die Länder schon verstanden haben, wohin die Reise gehen soll. Merkwürdigerweise beginnt die Stellungnahme des Bundesrates mit einer vom Gesetzentwurf gar nicht berührten Kritik der Förderprogramme zur Verbesserung der Agrarstruktur und beim Küstenschutz. Die Länder beklagen, dass in den zurückliegenden Jahren Bundesmittel nicht in Anspruch genommen werden konnten. Der Grund dafür dürfte in der komplizierten Verfahrensgestaltung und letztlich in der nicht klar gegliederten Aufgabenverteilung und Verflechtung zwischen Bund und Ländern zu suchen sein. 2006 hat man ja gerade versucht, das zu entflechten. Jetzt geht die Reise wieder in die andere Richtung. Des Weiteren beklagen die Länder in ihrer Stellungnahme die ausufernden Sozialausgaben, die ihnen die Luft zum Atmen nehmen. Wörtlich ist von einem Teufelskreis die Rede aus Haushaltsproblemen, schwindenden Handlungsspielräumen und verfallender Infrastruktur. Statt diese zentralen Probleme anzugehen, welche natürlich auch mit der völlig verfehlten Einwanderungs-Asylpolitik zusammenhängen, wollen Sie sich alle gemeinsam hier im Hause mit dem Wohlfühlthema Digitalisierung schmücken. Meine Damen und Herren, die AfD hat das nicht nötig und wird sich an solchen Spielchen nicht beteiligen. Völlig zu Recht beklagt der Bundesrat, dass dieses Gesetzesvorhaben in die Unabhängigkeit der Haushaltswirtschaft der Länder gemäß Artikel 109 Absatz 1 Grundgesetz eingreift und der Bund Steuerungs- und Kontrollrechte auf die konkrete Erfüllung von Länderaufgaben gewinnt. Die elementare Berücksichtigung länderspezifischer
oder regionaler Besonderheiten wäre nicht mehr gegeben, so der Bundesrat in seiner Stellungnahme. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wahrung der föderalen Struktur unseres Staates ist ein hohes Gut. Sie genießt nicht umsonst einen besonderen verfassungsrechtlichen Schutz. Eine klare Verantwortungsteilung zwischen Bund und Ländern, die sich als Partner auf Augenhöhe gegenüberstehen sollten, gehört dazu. Die Festlegung weitgehender Berichts- und Kontrollrechte, die der Bund mit diesem Gesetzentwurf anstrebt, würde die vertrauensvolle Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen schwer beeinträchtigen. Der verfassungsrechtliche Makel wird auch nicht besser, wenn diese Kontrollfunktion für einen an sich guten Zweck wie die Digitalisierung oder den sozialen Wohnungsbau ausgeübt werden soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf ist inhaltlich unausgegoren und verfassungsrechtlich problematisch. Dass er den Grünen und der FDP nicht weit genug geht, lässt tief blicken. Linke Bildungsideologie und neoliberale Wirtschaftspolitik haben in ihrem Antrag einen Pakt geschmiedet. Sie wollen Bildung zu einer Ware machen, Schulen über die Digitalisierung kontrollieren lassen und das Land, ich zitiere wörtlich aus dem Antrag, den Sie unterschrieben haben, Herr Lindner, und das Land mit flächendeckenden, inklusiven Bildungs- und Ganztagsangeboten überziehen. Das ist mit unserem konservativen und freiheitlichen Bildungsverständnis nicht zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb lehnt die AfD die Anträge von Grünen, Linken und der FDP noch entschiedener ab als den vorliegenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Nächster Redner ist der Kollege Eckhard Rehberg, CDU/CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Grundgesetz ist kein Modellbaukasten, wo man mal so eben rangeht. Und die Frage ist zum Beispiel, war es notwendig, bei der Gemeindeverkehrsfinanzierung das ins Grundgesetz aufzunehmen? Jetzt müssen wir bei einer Betragserhöhung das Grundgesetz ändern. Aus meiner Sicht hätte ja auch eine einfach gesetzliche Regelung gereicht. Das passierte damals auf Druck der Länder. Der 143e, das ist ein Restant des Themas Infrastrukturgesellschaft. Und deswegen will ich mich konzentrieren auf die beiden Änderungen sozialer Wohnungsbau und Bildungsinfrastruktur. Ich will erst mal festhalten, dass in beiden Fällen die Verantwortung für Schule, Hochschule bei den Ländern verbleibt und auch beim sozialen Wohnungsbau das Grundgesetz an der Stelle nicht geändert wird. Auch für den sozialen Wohnungsbau sind weiter die Länder verantwortlich. Das ist auch gut und richtig so. Ich will aber einen Punkt ansprechen. Das meine ich zum ersten Mal von dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Reform wird ihren Zweck nicht erreichen, wenn wir nicht dafür sorgen, in den Grundgesetzänderungen, in der Formulierung, dass das Geld, Stichwort sozialer Wohnungsbau, dass das Geld Bildungsinfrastruktur auch wirklich vor Ort ankommt und nicht zweckentfremdet durch die Länder eingesetzt wird. Das ist eines der Kernprobleme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können so viel Geld. Und Herr Minister Scholz, es sind nicht 5,5 Milliarden, sondern Sie müssen das dazu zählen, was wir schon gemacht haben. Die Länder tragen keine Last beim BAföG mehr. Der Hochschulpakt allein über 14 Milliarden. Qualitätspakt Lehre, ich kann das so weitermachen. 35 Milliarden Euro haben wir in der letzten Legislaturperiode die Länder und Kommunen entlastet, allein im Bildungsbereich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das muss auch gesagt werden. Wenn wir vor Ort sind, und das ist das Problem, dann gucken uns die Menschen komisch an, weil die Mittel, gucken sich das Thema Entflechtungsmittel an, bis 2013 gebunden. Kommunaler Straßenbau, ÖPNV, Hochschulbau
und sozialer Wohnungsbau. Ab 2014 bis 2019 nur noch investiv verwendbar. Nur die Hälfte oder zwei Drittel der Länder hat in einem Entflechtungsgesetz die Zweckbindung beibehalten. Ich könnte jetzt bis Mitternacht Fälle und Beispiele aufzählen, wo eben die Mittel für den sozialen Wohnungsbau gehortet werden oder in Rückstellungen der Länderhaushalte gebracht werden oder komplett zweckentfremdet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dem Vorschlag des Bundesrechnungshofes folgen, dass diese Mittel zusätzlich eingesetzt werden müssen und die Länder nicht diese Mittel substituieren und die eigenen Mittel, die sie in ihrer Zuständigkeitsverantwortung haben, zurückfahren. Das ist aus meiner Sicht das Kernproblem. Nicht das Ob ist das Kernproblem, sondern das Wie ist an dieser Stelle das Kernproblem. Und wir haben ja eine sehr bunte Mischung von politischen Verantwortlichkeiten in Deutschland. Ich will ein Beispiel, Frau Göring-Eckardt, herausnehmen. Thüringen könnte auch 5, 6, 7 andere Länder nehmen. Nein, ich kann auch mein eigenes Heimatland nehmen. Kein Problem, habe ich drauf. Thüringen hat in den letzten 4 Jahren 230 Millionen Mittel für den sozialen Wohnungsbau bekommen. Davon hätte man rund 6.500 Wohnungen bauen können. Gebaut wurden 194. 194 Wohnungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und die Beispiele kann man wirklich fortführen. Ja, ich könnte das auch von Mecklenburg-Vorpommern sagen. Wir kriegen 52 Millionen soziale Wohnraumförderung. Davon werden 18 Millionen ausgegeben. Und dann hat das Land noch entschieden, SPD und CDU, dass auf den Dörfern, wo ich die kleinen Wohnungsgesellschaften habe, die Mittel nicht hinfließen dürfen. Herr Kollege, ich halte das für schizophren, diese ganze Geschichte. Und deswegen ist es mir wirklich ein Anliegen. Und hier stellt sich auch eine Demokratiefrage. Wir sagen Milliarden für das aus Berlin, da und dafür. Und die Menschen zeigen mir den Piepmatz und sagen, Rehberg, hier kommt kein Geld an. Das muss aufhören. Und wenn wir das Grundgesetz an dieser Stelle anpacken, ist das eines der Kernprobleme, nach meinem Dafürhalten. Herr Kollege Rehberg, der Kollege Dr. Frömming möchte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Kollege Rehberg, dass Sie die Zwischenfrage gestatten. Um Ihren Vortrag verstehen zu können, muss ich an einer Stelle nachfragen. Sie sagten eben zu Recht, dass die Länder in der Vergangenheit Mittel nicht dort eingesetzt hätten, wo sie sie eigentlich hätten einsetzen sollen. Nun soll dieses Mal das Geld des Bundes sozusagen auch mit einem Passus versehen werden, dass es nicht zweckentfremdet werden darf in der Bildung. Wie wollen Sie aber gewährleisten, dass die Gelder, diese zusätzlichen Mittel, die Sie jetzt bekommen in der Bildung, nicht an anderer Stelle im Bildungsbereich dadurch dann einsparen? Sie müssten ja dann sozusagen den gesamten Länderhaushalt unter Kuratel stellen. Herr Kollege, ein Blick ins Grundgesetz, so wie wir es geändert haben, bedankt mich besonders beim Kollegen Carsten Schneider an dieser Stelle. Der 104b Grundgesetz und 114 Grundgesetz macht es möglich, nicht wenn wir Umsatzsteuerpunkte an die Länder geben. Das sind dann Steuermindereinnahmen beim Bund und Steuermehreinnahmen bei den Ländern. Aber wenn wir Zuweisungen vornehmen, dann sind wir in der Lage, nach 104b Grundgesetz das mit den Ländern zu vereinbaren, einvernehmlich. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir haben an der Stelle ein Bundesverfassungsgerichtsurteil korrigiert. Dann kann der Bundesrechnungshof auch das prüfen. Und das ist mir uns damals sehr wichtig gewesen. Wir haben das schon etwas vorausschauend gemacht. Das heißt, wenn wir heute beim sozialen Wohnungsbau und bei der Bildungsinfrastruktur das so hinbekommen miteinander, dass der Vorschlag des Bundesrechnungshofes greift, dann sind wir in der Lage, erstens, das mit den Ländern zu vereinbaren. Das ist Zustimmungspflicht im Bundesrechnungshof. Und zweitens, und jetzt komme ich auf Ihren Punkt, dann kann der Bundesrechnungshof auch die Länderhaushalte prüfen und auch die Verwendung der entsprechenden Fördermittel. Und ich glaube, wir brauchen diese Stellschraube, und ich bin auch ganz offen, wir brauchen auch diesen Hebel, damit das Geld, was wir für den sozialen Wohnungsbau vorsehen, für unsere Kinder, für unsere Schülerinnen und Schüler, dass das Geld auch da ankommt, wo es hingehört. Ansonsten verfehlt es seinen Zweck. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ein Wort zu den Sozialausgaben. Müssen wir zwischen Brutto und Netto unterscheiden. Zum Beispiel die Grundsicherung im Alter über 7 Milliarden
übernimmt heute komplett der Bund. Das ist eine Entlastung in den letzten 5 Jahren in etwa von über 20 Milliarden. Gucken Sie sich die Kosten der Unterkunft an. Allein das Entlastungspaket, und auch darüber, glaube ich, muss hier geredet werden. Die Kommunen werden in diesem Jahr und die Länder mit 5 Milliarden entlastet, ohne eine einzige Gegenleistung. Da muss man schon mal die Frage stellen, auch politisch, bei denjenigen, die sagen, die Länder, die Kommunen haben die Verantwortung, warum wird das Geld nicht umgesetzt? Eine nächste Frage muss an dieser Stelle gestellt werden. Natürlich, den Menschen vor Ort ist das egal, wer die Zuständigkeit hat, Bund, Länder, Kommunen. Aber wenn ich schon in der Verantwortung bin, und ich habe bei manchen Ländern das Gefühl, dass nur noch der Bund in der Verantwortung ist, und sie klagen, dass sie zu wenig Geld haben, jetzt wird ja sogar von einem Solidarpakt 3 geredet, dann ist doch die Frage zu stellen, bei einem Überschuss der Länder, 13 haben einen Überschuss von über 14,2 Milliarden, warum wird man dann der eigenen Verantwortung in diesen Bereichen nicht gerecht? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind, glaube ich, an einem Punkt, da kann man jetzt sagen, wir drehen die Föderalismusreform zurück. Ja, in Teilen ist das richtig. Ich bin übrigens 15 Jahre im Landtag gewesen. Ich war immer überzeugter Föderalist. Aber glauben Sie mir, so kann es nicht weitergehen. Dass der Bund massiv Mittel in die Hand nimmt, dass vor Ort das Geld nicht ankommt. Und ich schließe noch mal an dieser Stelle den Reigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Menschen verstehen dann Föderalismus nicht. Und die Menschen verstehen an der Stelle dann auch nicht mehr Demokratie. Und deswegen ist meine herzliche Bitte, ich habe das hier schon mal gesagt, über Fraktionsgrenzen hinweg, sich gründlich zu überlegen, ob nicht der Vorschlag des Bundesrechnungshofes Steuerkontrollrechte und die Zusätzlichkeitsklausel, nur das ist zielführend an diesem Punkt. Alles andere, glauben Sie mir bitte, wenn wir das über Umsatzsteuerpunkte machen würden, kann Ihnen in der Vergangenheit viele Beispiele erzählen, habe ich auch versucht. Oder wenn wir es ungebunden runtergeben, dann wird es ihren Zweck verfehlen. Letzte Bemerkung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nochmal die Entflechtungsmittel. Gehen Sie mal vor Ort. Die Bürgermeister fordern ab 2020, Bund, tu was für den kommunalen Straßenbau. Bund, tu was für den sozialen Wohnungsbau. Die 3 Milliarden, eines Problems des Finanzministers beim Haushalt 18 gewesen, das sind heute Investitionen. Ab 2020 sind es Steuermindereinnahmen beim Bund und Steuermehreinnahmen bei den Ländern. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Vertrauen ist gut, aber gelegentlich ist die eine oder andere Stellschraube notwendig. Danke. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregierung schlägt vor, das Grundgesetz zu ändern für Bildung, für Verkehr und den Baubereich. Und der Minister hat hier vorgetragen, Kollege Rehberg hat vorgetragen, und Sie beide als Sprecher von Koalition bzw. Regierung haben auf einen Umstand nicht hingewiesen, und Ihre Reden hatten auch nicht den Charakter. CDU, CSU und SPD haben gemeinsam keine verfassungsändernde Mehrheit. Sie sind auf andere, auf die Unterstützung des Hauses hier angewiesen. Deshalb hätte ich mir gewünscht, dass auch Argumente, die andere vorgetragen haben, bereits hier zur Sprache gekommen wären. Denn wir müssen gemeinsam zu einer Lösung kommen. Im Verkehrsbereich, Herr Minister Scholz, sind wir aufgeschlossen für das, was Sie vorgetragen haben, wenngleich wir hinsichtlich der Förderbedingungen noch Fragen an Sie zu stellen haben. Sie haben hier auch gesprochen und viel Augenmerk darauf gelegt, was im Baubereich passieren soll. Und hier muss ich für die Fraktion der FDP Zweifel an Ihrem Vorhaben anmelden. Der soziale Wohnungsbau war in den vergangenen Jahrzehnten eben nicht zielsicher. Im sozialen Wohnungsbau waren eben auf lange Zeit dann auch jene gefördert, die eigentlich längst einer Bedürftigkeit entwachsen waren. Deshalb halten wir andere Instrumente wie das Wohngeld, also eine Förderung der bedürftigen Person, für zielführender und für besser. Vor allen Dingen, Herr Minister, haben Sie geklagt, die hohen Baukosten
seien ein Problem eines sozial sensiblen Wohnungsbaus. Aber wer treibt denn die Preise, die Kalt- und die Warmmiete? Die Warmmiete wird getrieben durch eine Energiepolitik, die nicht mehr vernünftig ist. Und die Kaltmiete wird getrieben zum Beispiel durch eine Ministerin wie Barbara Hendricks, die 4 Jahre nichts unternommen hat, um die Baustandards wieder auf ein verhältnismäßiges Niveau zurückzuführen. Ich will mich aber konzentrieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf den Bereich der Bildung. Denn hier haben die Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen und Freien Demokraten einen eigenen Vorschlag vorgelegt. Das ist für sich genommen schon eine Besonderheit, wenn Grüne und Liberale einen gemeinsamen Vorschlag unterbreiten. Das kommt nicht zu oft vor. Und wir wollen auch nicht den Eindruck erwecken, in jedem bildungspolitischen Einzelaspekt würden Grüne und Freie Demokraten einer Meinung sein können. Aber eins ist für uns klar: Bildung ist die wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe, und deshalb darf der Bund Länder und Kommunen bei dieser Frage nicht auf Dauer alleine lassen. Das dokumentieren wir durch unseren gemeinsamen Antrag. Der Bildungsföderalismus ist in Deutschland lange gesehen worden als Ausdruck von landsmannschaftlichen Eigenarten und der Autonomie der Länder. Ich war selber im Unterschied zu dem Kollegen der AfD 15 Jahre Landtagsabgeordneter und habe nun in der Praxis gesehen, was das bedeutet. 15 Jahre lang habe ich mit Eltern gesprochen, die geklagt haben, wie schwer es ist, zwischen Bundesländern den Wohnort zu wechseln oder den Arbeitsplatz zum Beispiel als Lehrende. Und deshalb, Sie haben dokumentiert, wie Sie das sehen, uralt. Wir sehen es ganz anders. Hessen steht nicht im Wettbewerb mit Bremen und Bayern nicht im Wettbewerb mit Sachsen. Deutschland steht im Wettbewerb mit Nordamerika und Asien, und deshalb ist der Bildungsföderalismus, wie wir ihn praktizieren, nicht mehr Teil der Lösung. Er ist selbst zu einem Problem geworden. Die Bundesregierung erkennt das. Ich sage endlich mit Dank an. Gab es in der Vergangenheit ja auch, ich sage mal, eine große Sperre, irgendetwas zu tun. Nur, Herr Minister, Sie haben heute selbst das Problem beschrieben. Sie haben nämlich gesagt, ein ganz, ganz kleiner Beitrag, das sei nur ein ganz, ganz kleiner Beitrag, den die Große Koalition jetzt leisten wolle. Und dieser kleine Beitrag, der ist eben zu klein, um einen wirklichen Unterschied zu machen. Sie öffnen die Tür zu einer Reform des Bildungsföderalismus einen ganz kleinen Spalt breit. Grüne und Liberale, wir wollen diesen Spalt ein Stück vergrößern und das Kooperationsverbot auf den Prüfstand stellen. Aus drei Gründen. Erstens. Sie konzentrieren sich mit Ihrem Vorschlag im Bildungsbereich auf Bestandsimmobilien und die technische Infrastruktur. Und wir haben in dem Bereich nun wirklich einen großen Sanierungs- und Reformstau. Die Länder sind auch in einer finanziellen Problematik aufgrund der steigenden Pensionslasten in den nächsten Jahren. Da kann das Kooperationsverbot möglicherweise bei der Investition in Gebäude und Technik für Bund und Länder der Strick werden, an dem die Bildungsqualität aufgehangen wird. Aber Sie lassen ausgerechnet das Wichtigste aus, worum es in der Bildung geht. Bildung ist keine Frage von Tablets und Whiteboards in der Schule. Bildung ist nicht eine Frage jetzt von der Qualität der Gebäude. Das stimmt alles und trägt dazu bei. Das Wichtigste aber in der Bildung ist die Beziehung zwischen Menschen. Und deshalb muss auch in Köpfe investiert werden können. Sie wollen das Geld more or less rüberschieben an die Länder und Kommunen. Und das ist aus unserer Sicht nicht richtig. Der Bund muss auch über Fragen der Qualität und der Mittelverwendung sprechen dürfen. Der Kollege der Union hat ja eben Gründe auch dafür genannt. Es geht nicht darum, dass jetzt ein Bundeskultusministerium eingerichtet wird. Völlig überzogen, das möchte niemand, das wäre auch mit dem Grundgesetz und der Garantie der Eigenstaatlichkeit der Länder unvereinbar. Aber die Frage ist, ob es nicht einen Impuls gibt, vom Bund ausgehend, dass Bund, Länder und Länder untereinander Vereinbarungen treffen. Und liebe Kollegen von der AfD, nochmal muss ich auf Sie kommen, weil es mal so eine schöne Steilvorlage ist, um zu zeigen, wie Sie aus der Welt gefallen, aus der Zeit gefallen sind. Selbst die Musterföderation der Welt, die Schweiz,
hat seit dem vergangenen Jahrzehnt nicht mehr länger ein Kooperationsverbot zwischen den Kantonen, sondern ein Kooperationsgebot. Und wenn selbst die Schweiz erkennt, man braucht gemeinsame Qualitätsstandards, Qualitätsvorgaben im 21. Jahrhundert, dann sollten wir in Deutschland dem nicht nachstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache nur eine Nebenbeibemerkung. Es kann nur ein erster Schritt sein, jetzt über die Frage der Qualitätsentwicklung zu Vereinbarungen zu kommen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt, dass die Abiturnoten sich so stark unterscheiden, dass gar kein gerechter Hochschulzugang zu organisieren ist. Also da ist sehr viel mehr an Vergleichbarkeit erforderlich, wenn man tatsächlich Familien, wenn man Menschen, wenn man Lehrende ernst nimmt. Und mein dritter abschließender Gedanke, warum wir in diesem Punkt der Koalition nicht zu folgen imstande sind. Beim Wohnungsbau sind die Mittel unbegrenzt, die Sie zur Verfügung stellen. Bei der Bildung sind sie degressiv und zeitlich begrenzt. Warum dieser Unterschied? Warum dieser Bewertungsunterschied? Da wird gesagt, na ja, wir wollen die Länder für Versäumnisse der Vergangenheit nicht bestrafen. Was für eine funktionärische Denke, Entschuldigung. Bestraft werden dann die Familien, die dauerhaft in schlechten Bildungseinrichtungen gehalten werden. Und deshalb selbstverständlich muss der Bund in dieser Frage auf Dauer Verantwortung übernehmen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Gesine Lötz, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht ein kurzer Blick zurück in die Geschichte. Im Jahr 2006 wurde das Kooperationsverbot von Union und SPD beschlossen, und zwar gegen die Stimmen der Opposition, gegen die Stimmen der Linken. Das war ein schwerer Fehler, und dieser Fehler muss vollständig korrigiert werden, meine Damen und Herren. Dieses Kooperationsverbot muss endlich aufgehoben werden. Angeblich sollte dieses Kooperationsverbot ja die Gesetzgebung vereinfachen und Prozesse beschleunigen. Gerade in der Bildung sehen wir die fatalen Folgen dieses Verbotes. Viele Schulen in unserem Land sind in einem erbärmlichen Zustand. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Sonderprogramme erfunden, um dieses Verbot zu umgehen. Das war ein erheblicher bürokratischer Aufwand. Welche Verschwendung von Energie? Diese Energie hätte man wirklich in die Bildung stecken können. Auch die Zahl der Sozialwohnungen hat sich in den vergangenen 15 Jahren halbiert. Auch hier muss dringend etwas getan werden. Busse und Bahnen sehen Menschen auf dem Lande so häufig oder so selten wie eine Mondfinsternis. Auch das ist kein haltbarer Zustand, meine Damen und Herren. Wir als Linke wollen noch mehr Ziele im Grundgesetz verankern. Zum einen, wie gesagt, eine umfassende Gemeinschaftsaufgabe für Bildung und für die ländliche Entwicklung. Und wir wollen Kultur und Sport als Staatsziel im Grundgesetz verankern. Wir, das sei an dieser Stelle ganz klar gesagt, das ist ja auch die Kritik an den Vorschlägen, die vorliegen, aber wir haben ja noch mehrere Anhörungen. Wir wollen nicht, dass mit Steuergeldern die Renditewünsche von Unternehmen erfüllt werden. Wir haben ja zahlreiche Berichte von Rechnungshöfen der Länder und auch des Bundes vorzuliegen, die deutlich machen, dass öffentlich-private Partnerschaften keine ehrlichen Partnerschaften sind. Kosten und Risiken liegen immer bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, und die Gewinne landen immer bei den Unternehmen. Das sind keine Partnerschaften, das ist eine moderne Form der Geiselnahme, und das muss beendet werden, meine Damen und Herren. Die Verträge, das kennen wir von Tollcollect, sind in der Regel geheim. Schadenersatzforderungen sind häufig nicht klar geregelt, wie wir jetzt das auch bei der A1 sehen. Das Baukonsortium fordert vom Bund Millionen für ausgefallene Mauteinnahmen. So etwas dürfen wir uns nicht gefallen lassen, meine Damen und Herren. Das heißt also ganz deutlich, wir lehnen öffentlich-private Geiselnahmen ab. Und deshalb wollen wir ein Gesetz zur Förderung von Investitionen für finanzschwache Kommunen, das klarstellt, dass öffentlich-private Partnerschaften eben nicht mehr gefördert werden, meine Damen und Herren. Noch eine Bemerkung zu unserer Forderung, Kultur zum Staatsziel zu erklären. Dieses Ziel hatte übrigens die Enquetekommission Kultur in Deutschland bereits im Jahr 2007 formuliert. Über 10 Jahre sind seitdem vergangen, und es ist nichts passiert. Und wir erleben doch einen kulturellen Verfall in unserem Land, der beunruhigend ist. In vielen Dörfern, Gemeinden und auch in einigen Städten gibt es kein Kulturangebot mehr. Es ist ja nicht überall Berlin. Und da ist die Freude groß in einigen kleineren Orten, wenn man wenigstens ein Kino erhalten kann.
Aber, meine Damen und Herren, die Landflucht kann nur verzögert werden, wenn wir auch ein kulturvolles Leben außerhalb der Großstädte anbieten können. In Ostdeutschland wurden nach der Wende reihenweise Theater, Orchester und Jugendclubs geschlossen. Immer mit der Begründung, dass diese Einrichtungen sich nicht rechnen würden. Welch kurzsichtige Politik, auch das gehört dringend geändert. Im Gegenteil, die Verödung ganzer Kulturlandschaften führt zur Landflucht. Auch deshalb fordern wir eine Gemeinschaftsaufgabe für die ländliche Entwicklung. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen die Unterstützung der Linken anbieten, wenn Sie radikal mit dem Kooperationsverbot brechen, um gemeinsam mit Ländern und Kommunen die drängenden Probleme zu lösen. Wir brauchen mehr Bildung, mehr Wohnungen, mehr Kultur und mehr Sport. Und das geht nur mit mehr Kooperation und nicht mit weniger. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Vorsitzende von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Grundgesetz, über das wir heute sprechen, verspricht, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, Sprache, Heimat oder Herkunft benachteiligt werden. Ausgerechnet dort, wo es um den Kern geht, wo es um die Bildung geht, gilt das nicht, ganz offensichtlich nicht. Es haben eben nicht alle Kinder und Jugendliche gleiche Chancen. Das müssen wir ändern. Wenn, mal ganz einfach gesprochen, wenn die Eltern von Paul studiert haben, hat er dreimal so hohe Chancen, selbst Abitur zu machen und zu studieren, als wenn die gemeinsam einen Kiosk betreiben. Und wenn das Kind nicht Paul heißt, sondern vielleicht Fatima, dann sinken die Chancen noch mal. Das liegt nicht daran, dass Paul oder Charlotte schlauer sind, sondern es liegt ganz einfach an unserem System, an der Ungleichheit, die wir in der Bildungspolitik haben. Und deswegen, es muss ganz klar sein, es muss bei Kindern und ihren Chancen nicht mehr davon abhängen, wo sie wohnen, wie sie heißen und wer die Eltern sind. Das müssen wir ändern, und zwar nicht mit einmaligen Finanzierungen, sondern wirklich dauerhaft. Es geht um eine Kernaufgabe der Republik. Die Bildungskooperation ist dieser Kern, und natürlich war es ein Fehler der Großen Koalition in 2006, die Kooperationsmöglichkeiten auf die Art und Weise abzuschaffen. Ich finde, wir müssen es zurückholen. Ich finde, wir müssen das ändern. Ich finde, wir müssen das aber auch wirklich konsequent ändern. Das Grundgesetz. Frau Göring-Eckardt, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Pandl? Bitte schön. Sehr geehrte Frau Göring-Eckardt, Sie tun gerade wieder so, dass nur das Abitur die Voraussetzung für eine gute Bildung ist. Wir exportieren das duale Bildungssystem überall hinein. Es hat Riesenanstrengungen gegeben, dass der Meister dem Bachelor angeglichen wird. Wenn das jetzt von den Leuten in der Öffentlichkeit verfolgt wird, dann wird wieder der Eindruck erweckt, dass nur jemand, der ein Abitur hat, bei uns Bildungserfolge hat und eben dann auch weiterkommt. Und das würde ich für absolut falsch ansehen. Ja. Liebe Frau Kollegin, da sind wir uns vollkommen einig. Es geht nicht darum, dass nur diejenigen erfolgreich sind, die Abitur machen. Aber worum es doch gehen muss, ist, dass es nicht daran hängt, wie man heißt oder wo man herkommt, welche Bildungserfolge man haben kann, egal auf welchem Niveau, auf welchem Level, mit welcher Zukunftsaussicht, sondern dass es davon ausgeht und davon abhängt, welches Talent man hat, welche Möglichkeiten man bekommt. Und darum geht es mir in diesem Kontext. Meine Damen und Herren, genauso wenig, wie es von den Eltern abhängig sein darf, darf es natürlich davon abhängig sein, wo man wohnt, wie die Chancen sind. So nach dem Motto, armer Stadtteil, Klo kaputt, reicher Stadtteil, schicker Schulhof. Wir wollen, dass die Gebäude intakt sind, dass die Lehrerzimmer voll sind, dass Abi gleich Abi ist und Abschluss gleich Abschluss ist, und zwar nicht nur ein bisschen. Wir wollen, dass Bund und Länder sich eben auch zusammentun können, wenn es um die Aus- und Weiterbildung des Fachpersonals geht. Da können wir nicht sagen, das soll dann mal wieder irgendwie nur 4 Jahre passieren, das soll dann vielleicht mal wieder jemand anders machen. Nein, es ist der Kern, um den es geht, dass wir tatsächlich auf Dauer stellen. Es kann nicht sein,
Es kann nicht sein, dass es davon abhängt, ob die Schule in Bautzen, in Bielefeld oder in Baunatal steht. Es geht darum, dass Bund und Länder wirklich zusammenarbeiten und dass wir unsere Schulen in dieser Weise unterstützen mit mehr Geld und mit mehr Personal. Es ist doch absurd für die energetische Sanierung. Darf man was geben für die Schultoiletten dann schon wieder nicht, wenn die den Klodeckel austauschen wollen? Für den Internetanschluss ja, sehr gerne. Aber wenn der Router streikt, und der Router streikt sehr oft, aber dann können wir für den Support kein Geld geben. Das ist die Gesetzeslage, das ist widersinnig. Wir haben genug Geld in der Staatskasse, aber die Klassenkassen sind leer. Und deswegen finde ich, muss es so sein, dass der Bund in Zukunft nicht mehr nur bei den Schuldächern helfen kann, sondern eben auch da, wo es auf Zukunftsinvestitionen ankommt. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund der gestrigen Debatte um den Klimaschutz. Wenn es um die Zukunft unserer Kinder geht in diesem Land, dann werden die uns irgendwann mal nicht fragen, ob es vielleicht kompliziert war. Die werden uns auch nicht fragen, ob vielleicht die oder jene mal zuständig waren. Da bin ich komplett bei Herrn Rehberg. Sondern die werden uns eines Tages fragen, habt ihr alles für unsere Zukunft getan, für unsere Chancen und für unseren Planeten? Und darum geht es, wenn wir heute und gestern hier diskutieren. Und ich will ein Argument aufnehmen von Christian Lindner. Liebe Große Koalition, beim Wohnungsbau zeigen Sie gerade, dass es geht. Da werden Sie nämlich die Mittel auf Dauer stellen. Und das ist auch richtig so, weil der soziale Wohnungsbau, wir haben darüber viel debattiert, eine der zentralen Fragen ist, die wir in diesem Land klären müssen. Ich kann zu Hause und sonst wo niemandem erklären, warum eigentlich bei der Bildung nicht das gelten soll, was bei dem Wohnen selbstverständlich ist. Und deswegen sage ich Ihnen, geben Sie sich einen Ruck. Machen Sie sich klar, dass Sie eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Und machen wir draußen gemeinsam klar, mit einer Kooperation, dass wir in der Lage sind, solche großen Probleme wie den Bildungsnotstand in dieser Republik, wie die Tatsache, dass wir auf Dauer stellen müssen, dass wir solche Möglichkeiten auch gemeinsam angehen können und nicht im Gegeneinander, gemeinsam mit Bund und Ländern, aber eben auch gemeinsam in diesem Haus. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Johannes Kraus, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben hier heute von unserem Bundesfinanzminister gehört, dass wir große Milliardensummen investieren werden im Wohnungsbau, in der Bildung und in der Infrastruktur. Und dass wir jetzt gemeinsam gucken müssen, wie wir die Gesetzesänderungen vornehmen können, damit das vernünftig funktioniert. Und ich glaube, das ist eine wichtige, und Olaf Scholz hat das gesagt, nationale Aufgabe. Und das werden wir nicht hinkriegen, wenn wir hier gegeneinander marschieren, sondern das kriegen wir nur hin, wenn Kommunen, Länder und Bund das gemeinsam machen, Hand in Hand diese Aufgabe gemeinsam unternehmen. Wir brauchen die Landesbildungsminister, wir brauchen die Kommunen vor Ort und wir als Bund wollen da gerne mittun und wollen helfen. Und Ecki Rehbeck hat das ja gesagt, wir müssen gemeinsam die Grundlagen dafür schaffen, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass in den Schulen, auf den Straßen und am Ende beim Wohnungsbau das Geld ankommt. Es ist so, und das weiß jeder, dass wir mehr Sozialwohnungen, dass wir mehr bezahlbare Wohnungen in diesem Land brauchen. Es ist so, dass wir mehr in Bildung investieren müssen, dass nicht nur die Schulen saniert werden müssen, dass wir eine moderne Schul-IT kriegen. Aber ernsthaft, jeder von Ihnen, der mal in der Schule war, wie soll eine moderne Schul-IT funktionieren, wenn ein Lehrer halb freigestellt wird, der das nebenbei machen soll, aber das kann oder nicht? Das Schule mit teilweise dreistelligen Lehrerzahlen und Tausenden von Schülern. Das ist wie ein Unternehmen. Die haben eine eigene IT-Abteilung normalerweise. Und das soll jetzt mal nebenbei gemacht werden. Wie soll denn eine Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern, zwischen Schülern und ihrem Lehrer und innerhalb des Kollegiums denn laufen, wenn man nicht eine funktionierende IT hat? Auch da muss man gucken, dass man das richtig unterfüttern kann. Das sind alles Dinge, die wir gemeinsam angehen müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, und das finde ich in Ordnung,
dass jede Partei die Bedingungen stellt, zu denen man das irgendwie macht. Die FDP sagt natürlich, naja, sozialer Wohnungsbau ist doch viel schöner, wir kriegen es hin, dass Private das machen und der Staat zahlt, dann ist die Klientel der FDP auch glücklich. Die Grünen haben mal gedacht, wir spielen Umwelt gegen Bildung auf, haben festgestellt, das ist eine doofe Idee. Am Ende muss man es gemeinsam machen. Und ich glaube, dass man es nur hinkriegt, wenn wir uns alle dieser Aufgabe bewusst sind. Olaf Scholz hat für die Bundesregierung hier ein Angebot gemacht an Länder und Kommunen, an die Opposition, dass wir diese Aufgabe mehr für die Schüler, mehr für bezahlbares Wohnen und mehr für eine funktionierende Infrastruktur, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Und ernsthaft zum Abschluss sei mir eine Bemerkung geleistet. Das Einzige, was die AfD zu bieten hat, ist, sie spaltet. Das, was sie am besten kann. Länder gegen den Bund, Kommunen gegen die Länder. Wir würden als Bund den Ländern was aufdiktieren wollen. Es geht, das muss die AfD mal zur Kenntnis nehmen, nicht wie immer bei Ihnen um Spaltung, um Gegner, um den einen gegen den anderen, mit dem Fuß aufstampfen und Rumpelstilzchen. Es geht ausnahmsweise mal um die Sache. Es geht um Schüler, es geht um Bildung, es geht um Wohnen. Und deswegen zu sagen, dass wir als Bund kein Geld an die Länder geben sollen, mit denen gemeinsam, das ist Spalten. Das ist nicht Berlin gegen die Länder. Das sind wir alle gemeinsam. Herr Kollege Kahrs, funktioniert das? Herr Kollege Kahrs, der Kollege Glaser möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. So, bitte? Heißt also Nein. Im Ergebnis, wir hier müssen doch gucken, dass wir uns im Interesse von allen zusammenraufen. Ecki Rehbeck hat gesagt, es muss zusätzlich sein. Wir wollen, dass wir das gemeinsam hinkriegen, dass Länder mehr investieren und der Bund mehr investiert. Wir haben als Große Koalition auf Drängen der SPD in den letzten 4 Jahren die Kommunen und die Länder gestärkt. Die haben mehr Geld bekommen. Die schreiben alle schwarze Zahlen. Die haben jetzt Geld. Und wir geben noch mal Geld dazu. Gemeinsam werden wir das schaffen, gegen die Spalte in diesem Land. Gemeinsam sind wir stark. Jetzt hat das Wort für eine kurze Intervention der Kollege Glaser, AfD. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrter Herr Kahrs, mal abgesehen, dass Sie wahrscheinlich eine Spalterneurose haben, die können wir aber hier nicht therapieren, will ich zu dem Kern Ihrer Ausführungen mir erlauben, festzustellen, dass alles das, was Sie erzählen über das Thema Lehrer und IT-Lehrer, die also das fachlich besonders machen und, völlig neben der Sache geht, weil es um investive Mittel geht. Das gilt natürlich auch auf den Kollegen Lindner bezogen. Die Frage, ob wir ein Zentralabitur in Deutschland machen wie in Frankreich und Vereinheitlichung solcher Bildungsstandards, ist eine Frage, die kann man diskutieren. Und die Kultusministerkonferenz hatte seit Jahrzehnten Zeit, solche Dinge zu betreiben, wenn das für die Bildungsgemeinde wichtig ist. Aber worum wir reden heute, sind investive Fragen. Und die Inhalte der Bildungspolitik, also das einheitliche Abitur in Deutschland, ist Kultusangelegenheit und Herzangelegenheit der Staaten, der Gliedstaaten. Und da können Sie mit allem, was hier veranstaltet wird, nicht eingreifen. Deshalb geht der Schuss in den Ofen und führt nur dazu, dass die Ebenen ihre Verantwortungen verschleifen. Und jedes Vorwort zu einem verwaltungswissenschaftlichen Buch sagt Ihnen, dass das das Letzte ist, was man für ein gutes Ergebnis machen darf. Herzlichen Dank. Herr Kollege Kahrs, mögen Sie antworten? Wenn Sie nicht so scheiden. Zuhören bildet, denken hilft. Das könnte funktionieren. Ich habe Ihnen eben doch einfach nur erklärt, dass wenn eine Schule mit sehr vielen Schülern und sehr vielen Lehrern und Eltern ein funktionierendes IT-System braucht, wir als Bund helfen. Ich habe Ihnen auch erklärt, auch das könnten Sie verstehen vielleicht, hoffe ich, nachvollziehen, dass wir viel Geld, und der Kollege Rehbeck hat es betont über viele Jahre, viel Geld an Kommunen und Länder strukturell gegeben haben. Deswegen schreiben die Länder jetzt schwarze Zahlen. Das heißt, wenn wir in IT investieren, die Länder in Personal investieren, kriegt man das gemeinsam hin. Deswegen ist diese Spalterei, die Sie betreiben, Berlin gegen die Länder, gegen die Kommunen, ist falsch. Sie müssen mal lernen, dass wir in dieser Gesellschaft nicht spalten, sondern Menschen mitnehmen und nur gemeinsam stark sind. Und das ist das Problem dieser Rechtsradikalen hier in diesem Hause. Vielen Dank.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Nicole Höchst, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, werter Minister, werte Kollegen, hochgeschätzte Bürger. Dr. Frömming hat schon sehr zutreffend Kritik geübt am Regierungsvorstoß. Die Regierung will die Axt an unser föderales Bildungssystem legen und das unter der Standarte der Digitalisierungsnebelkerze und dem Winken der prallen Geldbörse. Ich möchte Ihnen allen, auch besonders Ihnen, Herrn Kaas, eine Tatsache ins kollektive Gedächtnis rufen. Die Schöpfer unseres Grundgesetzes wollten den Missbrauch von Kunst, Kultur und Bildung erschweren. Wehret den Anfängen, dachte man wohl und stellte mit Artikel 30 des Grundgesetzes die Bildung in die Kulturhoheit der Länder. Nach den einschlägigen Erfahrungen mit der zentralen Bildungsverwaltung Deutschlands, ja, da läuft er weg, bis 1945 ist auch das heute noch absolut nachvollziehbar. Es ist bezeichnend, wer heute mit welchen Gründen nun die Grundpfeiler unseres Bildungsföderalismus weiter ansägen bzw. abschaffen möchte. Aber des Pudels Kern ist die Abschaffung eine gute Idee. Im Zeitalter der deutschen Bildungsniveau-Rekordjagd unter dem Ziel, eine sich ins Gegenteil verkehrenden Bildungsoffensive, wäre eine Aufhebung des Kooperationsverbots nicht hinreichend, Herr Lindner, sondern eher sträflich und wettbewerbsschädlich. Wohin eine links-grün-schwarze Strukturveränderung binnen kürzester Zeit führen kann, ist am Kaputtschlagen eines hervorragend differenzierten Schulsystems in Baden-Württemberg erhellend zu studieren. Josef Kraus beschreibt dies hervorragend in seinem Werk »Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt«. Meine Damen und Herren, man gewinnt aus der bisherigen Debatte fast den Eindruck, der Bildungsföderalismus, ja, das sogenannte Kooperationsverbot, sei an allen Problemen schuld, die Schulen so haben. Das mag vielleicht populär und politisch opportun sein, es stimmt aber einfach nicht. Denn Schuld sind die verantwortlichen Landesregierungen. Und da gibt es auffällige Korrelationen zwischen ideologischem Bekenntnis der Regierungsparteien und dem Grad der Herabwirtschaftung und der Versiffung des Bildungssystems. Beispiel Berlin. Die Lehrer fliehen geradezu aus den Schulen. Und das, meine Damen und Herren, liegt bestimmt nicht am Bildungsföderalismus und auch nicht an mangelnder Digitalisierung. Die FDP zeichnet den Antrag der Grünen mit, der ebenfalls fleißig sägen möchte am Bildungsföderalismus. Sie schreiben in Ihrer Antragsbegründung mit anderen Worten, mein Kollege hat es bereits gesagt, wer zahlt, bestellt. Gestatten Sie mir eine kleine Nebenbemerkung, Herr Lindner. Sie von der FDP bieten sich hier so wohlfeil Ihrer gescheiterten Jamaika-Koalition an. Man könnte fast meinen, Sie bedauern, nicht hier auf der Regierungsbank in eben dieser Konstellation zu sitzen. Wie gut, dass es endlich eine echte Opposition im Bundestag gibt. In unserem Antrag zur Stärkung des Bildungsföderalismus halten wir eines klar fest. Der Bund hat bereits aufgrund der Einführung des Artikels 91b Grundgesetz die Möglichkeit, gemeinsam mit den Ländern in Fällen überregionaler Bedeutung bei Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenzuwirken. Bund und Länder haben dies ja auch bereits in zahlreichen gemeinsamen Projekten durchexerziert. Und Herr Rehberg hat dies ja hier auch durchdekliniert. Wozu also die Änderung? Meine Damen und Herren, es ist einfach keine weitere Erhöhung der Einflussnahme des Bundes in diesem Bereich nötig. Die bisherige Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern gewährleistet bereits die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bildungswesens. Es muss nur endlich richtig gemacht werden. Die Länder
sollten aufgrund ihrer Unterschiede in Kultur, Struktur, Region in den wichtigen Bildungsbereichen ihre Länderhoheit bewahren, insbesondere in der Gestaltung des Unterrichts, in der Ausgestaltung und Umsetzung der Lehrpläne sowie hinsichtlich der Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsgegenstände. Der Bildungsföderalismus und der offen zutage tretende Länderniveauvergleich ist zudem der letzte Qualitätsrettungsanker des deutschen Bildungssystems. Es gibt keine belastbaren Prognosen, dass der Bund dies besser könnte. Ganz im Gegenteil. In Frage stehen die Bildungsqualität und sogar der humanistische Kerngedanke von Bildung. Der Bildungsföderalismus sollte deshalb gestärkt und nicht geschwächt werden, meine Damen und Herren. Für die anderen in der Gesetzesänderung angestrebten Bereiche mögen Änderungen ja sinnvoll sein. Dies sollte dann aber auch getrennt debattiert werden. Wir lehnen öffentliche staatliche Geiselnahme von Kultur und Bildung ab, Frau Lötsch. Ich möchte Sie herzlich einladen, unseren Antrag zu unterstützen, denn wir von der AfD, wir gestalten Zukunft. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Christian Haase, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir ebnen heute den Weg für eine Ausweitung der Mitfinanzierungsmöglichkeiten des Bundes bei Aufgaben in Trägerschaft von Ländern und Kommunen. Das betrifft zum Beispiel die Digitalisierung im Schulbereich. Hierbei handelt es sich um eine Herausforderung, die Länder und Kommunen unter optimalen Finanzbedingungen allein meistern könnten und müssten. Aber diese optimalen Bedingungen sind zwar bei den Ländern, aber längst nicht in allen Kommunen gegeben. Daher begrüßen wir grundsätzlich den Ansatz unserer Bundesbildungsministerin, den Ländern und Kommunen mit dem Digitalpakt in den kommenden 5 Jahren 5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Das ist ein wichtiges Signal für Eltern und Schulkinder, aber auch für Länder und Kommunen. Die Länder sind jetzt aufgefordert, lösungsorientiert die Bund-Länder-Vereinbarung zum Digitalpakt zu verhandeln und diese Verhandlungen auch zügig zum Abschluss zu bringen. Es geht vor allem auch darum, dass die Kommunen mit den Folgekosten der anstehenden Investitionen aus Betrieb und Wartung nicht alleine gelassen werden. Hier sind die Länder in der Pflicht, sonst nützt die schönste Grundgesetzänderung am Ende nichts. Das großzügige finanzielle Engagement des Bundes ist für viele Kommunen eine große Hilfe. Aber Mischzuständigkeiten und Mischfinanzierung führen zu keiner Klärung von Verantwortung. Im Gegenteil. Sie wirken als goldene Zügel und untergraben letztendlich die kommunale Selbstverwaltung. Und das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Und wer Geld gibt, will verständlicherweise auch am Ende des Tages wissen, wie dieses Geld ausgegeben worden ist. Wir beschwören immer wieder das Konnexitätsprinzip. Und zum Prinzip der Konnexität gehört auch, auf die Kontrollmöglichkeiten des Bundes hinzuweisen und nicht auf sie zu verzichten. Das ist im Prinzip wie beim Schützenfest. Wer die Musik bestellt, der bezahlt. Aber wer bezahlt, will auch wissen, welche Musik gespielt wird. Dass die Bundesländer zwar einerseits die Finanzmittel des Bundes, zum Beispiel im Digitalpakt, herbeisehen, auf der anderen Seite aber Steuerungs- und Kontrollrechte des Geldgebers ablehnen, konterkariert deshalb das Konnexitätsprinzip. Wenn die Länder ihrer Verantwortung nachkämen und die Kommunen auskömmlich finanziell ausstatten würden, könnten wir uns eine Ausweitung der Mitfinanzierungskompetenz des Bundes in einem ureigenen Länderaufgabengebiet sparen. Dann würde jede Ebene ihre Aufgabe wahrnehmen, so wie es in einer früheren Föderalismusreform einmal festgelegt worden ist. Ziel der Föderalismusreform 2006 ist gewesen, klare Strukturen und Verantwortlichkeiten in der Aufgabenwahrnehmung zwischen Bund und Ländern zu schaffen. Dieses Ziel war richtig, bleibt richtig und ist auch in Zukunft richtig. Deshalb wäre die beste Lösung weiterhin in Deutschland ein Wettbewerbsföderalismus. Wer hat die beste Bildung? Wo klappt es am besten mit dem sozialen Wohnungsbau? Wer kümmert sich am besten um innere Sicherheit? Und wer geht mit seinen Kommunen am besten um? Die Länder bekommen ab 2020 mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen dafür die finanziellen Mittel an die Hand. Fast 10 Milliarden mehr, jährlich und das dynamisch.
Dabei fließt auch die Finanzsituation der Kommunen zukünftig deutlicher als bisher in die Berechnung mit ein. Und die Länder erzielen bereits jetzt deutliche Überschüsse, im Jahre 2017 allein 14 Milliarden Euro. Geld, mit dem sie sich um ihre finanzschwachen Kommunen kümmern könnten, ist also bei den Ländern vorhanden. Und mitunter hat man den Eindruck, es fehlt am Willen, weil es bequemer ist, nach dem Bund zu rufen. Meine Damen und Herren, wir setzen also nur die zweitbeste Lösung um. Bereits bei der Einfügung des Artikels 104c Grundgesetz hatten die Kommunalen davor gewarnt, dass aus der erweiterten Mitfinanzierungsmöglichkeiten des Bundes bei der Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen keine Allgemeinzuständigkeit des Bundes für die Probleme vor Ort werden darf. Das Argument, die Menschen würden es nicht verstehen, dass der Bund nicht für marode Schulen zuständig sei, lässt sich genauso auf marode Straßen und Brücken, andere öffentliche Einrichtungen oder geschlossene Schwimmbäder ausdehnen. Sägen die Länder mit ihren Forderungen also am Ast des Föderalismus, auf dem sie selbst sitzen? Lässt sich das Vertrauen in einen Staat stärken, wenn Zuständigkeiten verwässert werden? Ich denke nein, meine Damen und Herren. Und deshalb gilt am Grundsatz, dass für Aufgaben angemessene Finanzausstattung der Kommunen die jeweiligen Bundesländer verantwortlich sind und bleiben, darf sich auch nach der anstehenden Grundgesetzänderung nichts ändern. Und eines, meine Damen und Herren, muss auch klar sein. Wenn der Bund Mittel für die Kommunen zur Verfügung stellt, müssen diese ungekürzt und zusätzlich vor Ort ankommen. Kommunalmittel sind kein Beitrag zur Konsolidierung von Landeshaushalten. Eine gekürzte Weiterleitung der Bundesmittel oder eine Verrechnung im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs sind ebenso inakzeptabel wie der Ersatz von Landesmitteln durch Bundeshilfen, beispielsweise bei Investitionszuschüssen. Machen Länder nicht? Ja, meine Damen und Herren, alles schon vorgekommen. Die in diesem Jahr erstmals greifende Kommunalentlastung in Höhe von eigentlich 5 Milliarden Euro ist dafür symptomatisch. Auf Druck der Länder werden 1 Milliarde Euro über die Landeshaushalte und nicht direkt an die Kommunen verteilt. Eine vollständige Weiterleitung an die Kommunen erfolgt aber längst nicht in allen Ländern. Besonders dreist fallen Rheinland-Pfalz und Brandenburg auf. Der überwiegende Teil des über das Land weitergeleiteten Geldes, nämlich 77% in Rheinland-Pfalz und 80% in Brandenburg, verbleiben im Landeshaushalt und werden nicht an die Kommunen weitergeleitet. Ich nenne das unredlich, meine Damen und Herren, und so darf es hier nicht weitergehen. Liebe Länder, behandeln Sie Ihre Kommunen, wie sie selbst behandelt werden sollen. Bewahren Sie den Schatz der kommunalen Selbstverwaltung, denn ohne Kommunen ist kein Staat zu machen. Danke. Ich erteile der Kollegin Katja Suding das Wort, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute endlich über eine Modernisierung des Bildungsföderalismus debattieren. Unsere Schulen stehen vor riesigen Herausforderungen: Integration, Sprachförderung, Inklusion, Lehrermangel, marode Schulgebäude und Digitalisierung. Schüler, Eltern und Lehrer warten sehnsüchtig darauf, dass der Bund mehr Verantwortung übernimmt. Und so sehr wir als FDP eine Lockerung des Kooperationsverbotes unterstützen, der Entwurf der Bundesregierung ist zu wenig. Wir brauchen mehr als nur Investitionen in Kabel und Beton. Und deshalb legen FDP und Grüne heute einen gemeinsamen Antrag vor. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, ja, es geht, man kann in diesem Hause tatsächlich noch über Parteigrenzen hinweg in der Sache arbeiten. Unser gemeinsamer Antrag enthält zwei Kernforderungen. Erstens, der Bund soll die Länder und Kommunen nicht nur mit kurzlebigen Programmen unterstützen dürfen, sondern muss das dauerhaft tun können. Deshalb müssen Degressivität und Befristung der Mittel gestrichen werden. Länder wie Dänemark und die Niederlande sind uns im Wettlauf um die beste Bildung 10 Jahre voraus. Und an die Spitze kommen wir nicht mehr mit ein paar 100-Meter-Sprints, sondern nur mit einem entschlossenen und dauerhaften Marathon. Und zweitens, der Bund soll gemeinsam mit den Ländern bundesweit einheitliche und ambitionierte Bildungsstandards schaffen und deren Umsetzung sicherstellen. Die Bildungschancen unserer Kinder dürfen nicht länger davon abhängen, in welchem Bundesland sie zur Schule gehen. Die Menschen nehmen das zu Recht nicht mehr hin.
Ein Abitur in Bremen oder Berlin muss endlich so hohe Standards erfüllen wie eins in Bayern oder Sachsen. Und ein Umzug in ein anderes Bundesland darf für Familien mit schulpflichtigen Kindern keine Zumutung mehr sein. In der Debatte sind ja einige kritische Anmerkungen zu unseren Vorschlägen gemacht worden, auf die ich gerne kurz eingehen möchte. Es ist ja gesagt worden, bundesweit einheitliche Standards, sie würden bedeuten, dass quasi ein Berliner Bundeskultusministerium in jede Schule hineinregiert. Das ist natürlich falsch. Wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen verbindliche Ziele setzen. Auf welchem Weg diese Ziele aber am besten erreicht werden, das sollen die Lehrer, Eltern und Schüler vor Ort entscheiden. Sie sind die Experten, nicht die Bürokraten. Andere kritische Töne betreffen die Kontrolle der Mittelverwendung. Natürlich darf der Bund nicht nur Zahlmeister sein. Als der Bund die Finanzierung des BAföG übernommen hat, da haben etliche Länder mit den frei gewordenen Mitteln eben nicht die Bildung gestärkt, sondern sie haben ihre Haushaltslöcher gestopft. Und auch beim Hochschulpakt weiß der Bund nicht genau, wie die Gelder konkret verwendet werden. Die Mittel für die Bildung müssen endlich wirksam eingesetzt werden und kontrolliert werden. Und da werden wir an dieser Stelle auch nicht locker lassen. Und schließlich, und das ist ja auch inzwischen den Zeilen immer angeklungen, wurde ja gesagt, wenn wir den Entwurf der Bundesregierung nicht einfach abnicken, dann würden wir die Grundgesetzänderung und damit auch den Digitalpakt verschleppen. Das ist natürlich falsch. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann hat doch nicht die Badehose Schuld. Dass der Digitalpakt vor zwei Jahren großspurig angekündigt wurde, die Länder aber immer noch keinen Cent gesehen haben, das hat nur einer zu verantworten, und das ist diese Bundesregierung. Nicht wir verzögern die Grundgesetzänderung, das sind schon Sie. Und deshalb, lieber Herr Scholz und liebe Frau Ministerin Karliczek, Sie spreche ich da auch an, liebe Kollegen von Union und SPD, Sie wissen doch seit langem, dass Sie keine eigene Mehrheit haben, sondern dass Sie die Stimmen von FDP und Grünen benötigen. Wir haben Ihnen immer wieder das Gespräch angeboten. Sie haben noch nicht mal darauf geantwortet. Wir fragen uns jetzt, wie ernst meinen Sie es eigentlich mit der Grundgesetzänderung? Spekulieren Sie vielleicht am Ende sogar darauf, dass Sie gar keine parlamentarische Mehrheit bekommen? Herr Haase hat ja gerade in seinem Beitrag eigentlich gegen den Antrag der Bundesregierung gesprochen. In den Jamaika-Verhandlungen gab es ja auch noch ein Veto aus der Union gegen die Reform des Bildungsföderalismus. Und deshalb wollen wir, lieber Herr Minister, von Ihnen jetzt endlich ein Zeichen haben. Steigen Sie mit uns ein in die Verhandlungen oder sagen Sie einfach klipp und klar, dass Sie eigentlich auf ein Scheitern setzen. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Karin Ley. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn wir hier beschließen, dass der Bund wieder zuständig wird für den sozialen Wohnungsbau und diesen dann auch weiter mitfinanzieren kann, dann freue ich mich, denn damit würde eine langjährige Forderung der Linken, eine langjährige Forderung auch von mir ganz persönlich in Erfüllung gehen. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Linke wirkt. Und ich darf mich über diesen Sinneswandel auch freuen, denn wir, als wir dieses Anliegen hier noch vor 15 Monaten zur Abstimmung gestellt haben, gab es Ablehnung der Koalition, Enthaltung der Grünen. Ich freue mich sehr, wenn Sie Ihre Meinung an dieser Stelle ändern. Nun habe ich gehört, dass die FDP von diesem Vorhaben noch nicht überzeugt ist, Herr Lindner. Wohngeld alleine ist nicht die Lösung, auch wenn ich weiß, dass das ein beliebtes Argument der Immobilienlobby ist. Und klar wollen die das. Aber das heißt ja im Endeffekt, dass wir mit öffentlichen Geldern die Rendite in privaten Händen, die Mietenexplosion in Händen von wenigen Konzernen mit öffentlichen Geldern subventionieren würden. Und das ist finanziell keine nachhaltige Politik. Und wenn wir keine Belegungsrechte mehr haben an Sozialwohnungen, dann heißt das, dass sich kein Normalverdiener bald mehr eine Wohnung in den Innenstädten leisten kann. Dann haben wir dort Monokulturen von Besserverdienenden und von Businessleuten, und das können wir gemeinsam nicht wollen. Ja, keine Frage, die Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau in die Hände der Länder zu geben, das war keine gute Idee. Die Anzahl der Sozialwohnungen sank rapide, liegt gerade mal bei 1,2 Millionen Euro. Und auch die Zweckentfremdung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau in den Ländern erreicht Größenordnung. Das habe ich regelmäßig mit meinen Anfragen nachgewiesen. Der massive Rückgang dieser Sozialwohnungen ist auch Schuld einer Mietenkrise. Und deswegen müssen wir diese Politik ändern.
Ich finde allerdings auch, sich jetzt als Bundesregierung einen schlanken Fuß zu machen und zu sagen, na ja, die Länder alleine sind schuld am Niedergang des sozialen Wohnungsbaus, das greift auch zu kurz. Denn es war, daran will ich erinnern, die gleiche Koalition, die diese Frage vor 12 Jahren entschieden und, wie wir heute wissen, falsch entschieden hat. Als es hier diskutiert wurde 2006, ich habe mir das Plenarprotokoll extra noch mal durchgelesen, war es auch alleine die Linke, die das problematisiert hat, dass das zu einem Rückgang der Sozialwohnungen führen wird. Deswegen haben wir dem auch nicht zugestimmt. Und als wir vor 5,5 Jahren einen Neustart im sozialen Wohnungsbau gefordert haben, gab es vor allen Dingen aus der Unionsfraktion vor allen Dingen Hohn und Spott in dieser Frage. Aber wenn wir jetzt die Grundlagen legen, dass der Bund weiter Sozialwohnungen mitfinanzieren darf, dann sollten wir aus meiner Sicht auch mehr mitreden dürfen. Denn nicht nur das Ob, sondern auch das Wie des sozialen Wohnungsbaus, da muss sich einiges ändern. Denn mit den Geldern für den sozialen Wohnungsbau Haushaltslöcher zu stopfen oder Eigenheime zu subventionieren, damit, meine Damen und Herren, muss endlich Schluss sein. Und ein anderes, aus meiner Sicht, das zentrale Problem sind die auslaufenden Belegungsbindungen. Das heißt, 15 Jahre lang gelten die subventionierten Wohnungen als Sozialwohnungen, danach fallen sie wieder aus der Bindung. Das ist ein Fehler. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Das muss in Zukunft gelten. Es fehlen nämlich im Moment 4 bis 5 Millionen Sozialwohnungen. Die 100.000, die Sie im der Legislatur bauen wollen, die sind natürlich dadurch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn jedes Jahr mindestens 50.000 Sozialwohnungen aus der Bindung rausfallen, dann haben wir am Ende der Legislatur weniger Sozialwohnungen statt mehr Sozialwohnungen. Und das ist eine falsche Politik. Dafür wird es am Ende des Tages auch Geld brauchen. Die 5 Milliarden, die Sie hier in der Legislatur und nicht, wie wir fordern, im Jahr zur Verfügung stellen, reichen nicht aus. Sie geben demgegenüber 14 Milliarden für Sonder-AFA und für Baukindergeld aus. Das, meine Damen und Herren, steht in keinem Verhältnis. Und zu guter Letzt, wenn Fehler korrigiert werden sollen, dann bitte schön auch andere. Denn eine falsche Wohnungspolitik begann nicht erst mit der Föderalismusreform 2006. Sie begann 1989 mit der Abschaffung der Wohngemeinnützigkeit. Diese müssen wir jetzt in veränderter, in moderner Form wieder einführen. Das ist der nächste Schritt, und daran werden wir weiterarbeiten. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort die Kollegin Katja Dörmer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Mit der Einführung des sogenannten Kooperationsverbots in der Bildung wurde ein sehr schwerer Fehler gemacht. Und es ist einfach an der Zeit, nicht nur diesen Fehler zu korrigieren, es ist Zeit, unseren Bildungsföderalismus auf gesunde Füße zu stellen. Es ist Zeit für einen modernen Bildungsföderalismus, in dem der Bund, die Bundesländer und die Kommunen im Sinne der Bildung, im Sinne der Kinder und Jugendlichen an einem Strang ziehen können. Wir beraten heute eine Grundgesetzänderung, und das ist ja keine Lappalie. Und wenn man das Grundgesetz ändert, dann sollte man es auch gut und richtig machen. Wir haben jetzt die große Chance, auch große Weichen zu stellen und die Bildungspolitik in diesem Land ernsthaft zum Besseren zu bewegen. Und ich sage Ihnen, ich habe es satt, in jedem Bildungsbericht, in jeder OECD-Studie, ja sogar in jeder dritten Pressemitteilung der Bildungsministerin zu lesen, wie eng der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg in diesem Land ist, dass wir beim Thema Chancengleichheit in der Bildung weiter Schlusslicht sind. Das muss ein Ende haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ohne die Möglichkeit, dass Bund und Länder zusammenarbeiten, wird das kein Ende haben. Und deshalb sind wir als Grüne Bundestagsfraktion und ich denke auch die FDP-Fraktion sehr entschieden. Wir sagen ganz klar, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist zwar nie verkehrt, aber der kleinste gemeinsame Nenner von SPD und Union reicht an dieser Stelle nicht. Es ist nicht das, was diese Republik braucht. Nein, wir müssen jetzt das tun, was tatsächlich notwendig ist. Und das heißt für den Bund, nicht nur in Beton, sondern in Köpfe investieren, nicht nur Schulklos sanieren oder Whiteboards aufhängen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Kemmer? Bitte? Ronja Kemmer. Gerne. Ja.
Frau Kollegin, herzlichen Dank. Ihre Kritik geht ja dahin, dass die Grundgesetzänderung nicht weit genug gehen würde. Jetzt wundere ich mich schon, denn da, wo die Grünen in den Ländern Verantwortung tragen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, Ministerpräsident Kretschmann bezeichnet jetzt die jetzige Grundgesetzänderung als zu weitgehend, als Aushöhlung des Föderalismus. Da frage ich mich dann schon, was ist denn jetzt die Position der Grünen zwischen Bund und Ländern? Scheint die ja nicht wirklich abgestimmt zu sein. Wissen Sie, es ist ja der Kern des Föderalismus, dass eine Bundestagsfraktion und ein Ministerpräsident eines Bundeslandes auch unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Und ich habe, glaube ich, die Meinung der Bundestagsfraktion an dieser Stelle sehr deutlich gemacht. Es darf eben nicht nur so sein, dass nur Schulklos saniert werden und Whiteboards aufgehängt werden, sondern es muss in den Ganztag investiert werden können, in die Inklusion. Unsere Lehrkräfte müssen fit gemacht werden für den digitalen Wandel. Das werden die Bundesländer nicht alleine wuppen. Und die Schülerinnen, die Lehrkräfte, die Eltern, alle, die mit Schule zu tun haben, die wissen das auch. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir müssen jetzt die Chance nutzen, Möglichkeiten zu schaffen, um wichtige Ziele auf einem vernünftigen Weg erreichen zu können. Und das Bildungs- und Teilhabepaket ist ein Beispiel für einen nicht vernünftigen Weg. Es ist ein kompliziertes, von hinten durch die Brust ins Auge Konstrukt, das unter anderem versucht, die Nachhilfe für arme Kinder unter mühsamer Umgehung des Kooperationsverbots zu finanzieren, mit dem Effekt, dass ein Großteil der anspruchsberechtigten Kinder diesen Anspruch gar nicht wahrnimmt. Zu kompliziert, zu bürokratisch, das ist doch absurd. Warum legt der Bund sich selbst Steine in den Weg? Warum kann er nicht unmittelbar in die Schulen investieren? Das ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar. Und deshalb wollen wir einen mutigen Schritt bei dieser Grundgesetzänderung. Deshalb wollen wir nicht nur den 104c ändern, damit der Bund auch dauerhaft in die Infrastruktur investieren kann und nicht nur befristet. Wir wollen auch im 91b die Möglichkeit für Vereinbarungen zwischen Bund und Bundesländern im Sinne der Verbesserung der Qualität von Bildung schaffen. Und ich sage es noch mal, weil das ja hier in diversen Debattenbeiträgen ziemlich durcheinander ging. Wir wollen die Möglichkeit für Vereinbarungen zwischen Bund und Bundesländern schaffen. Der Bund soll den Ländern die Hand reichen können, um miteinander zu kooperieren. Sich dem entgegenzustellen, das ist für uns rundum nicht nachvollziehbar. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vor exakt 10 Jahren hat die Union die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen. Unlängst rief Volker Kauder den Bildungsnotstand aus. Nach 13 Jahren CDU-Bildungsministerin und genauso langem Gewürge um dieses Kooperationsverbot muss ich sagen, eine solche Äußerung ist einfach nur noch Realsatire. Wir brauchen jetzt einen mutigen Schritt. Und ich erwarte und ich denke, es ist an der Zeit, dass die Regierungsfraktionen mit uns über diesen Schritt ins Gespräch kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion hat nun das Wort die Kollegin Uli Nissen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist für mich eine große Ehre, dass ich heute zu den geplanten Verbesserungen beim Grundgesetz reden darf. Für diese jetzt hoffentlich kommenden Änderungen habe ich mich schon lange eingesetzt. Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir das Leben der Menschen in unserem Land verbessern. Wir werden ein milliardenschweres Investitionspaket für die Städte und Gemeinden auf den Weg bringen. Es geht um den Ausbau der kommunalen Bildungsinfrastruktur, um die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und um die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Alles Themen, die unmittelbar wichtig sind für ein gutes Zusammenleben der Menschen und für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Ich als Baupolitikerin spreche bei den Grundgesetzänderungen zum Bereich bezahlbares Wohnen. Die SPD hat lange dafür gekämpft, dass die soziale Wohnraumförderung fortgeführt werden kann. Es ist uns gelungen, die soziale Wohnraumförderung wurde im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Wir wollen
Wir wollen, dass der Bund auch in Zukunft gemeinsam mit den Ländern Verantwortung für die soziale Wohnraumförderung übernehmen kann. Dazu brauchen wir die Grundgesetzänderung. Wenn wir nichts ändern, läge die soziale Wohnraumförderung künftig allein bei den Ländern. Und besonders wichtig, die Finanzhilfen durch den Bund würden auslaufen und wären nach 2019 nicht mehr möglich. Durch die Aufnahme eines zusätzlichen Artikels 104d Grundgesetz wird dem Bund die Möglichkeit gegeben, den Ländern zweckgebunden Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau zu geben. Zweckgebunden, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Viele Jahre hat der Bund den Ländern Milliarden für den sozialen Wohnungsbau gegeben. Leider haben nur 3 von 16 Bundesländer die Mittel in all diesen Jahren auch wirklich dafür verwandt. Große Hochachtung an Hamburg. Olaf, ich habe mir die Zahlen angeguckt, ihr habt das großartig gemacht. Leider gehörte mein eigenes Bundesland Hessen nicht zu den Guten. Die Mittel wurden zum Teil fremd verwandt. Das gibt es nach Grundgesetzänderung nicht mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist auch gut so. Wir von der SPD-Bundestagsfraktion denken, dass wir bei der Unterstützung der Kommunen auch die Stadtentwicklung mit einbeziehen müssen. Wir wollen im parlamentarischen Verfahren prüfen, ob wir im Artikel 104d Grundgesetz auch im Hinblick auf die künftigen Bedarfe unserer Städte und Gemeinden um die Städtebauförderung ergänzen können. Das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt. Noch einmal, es geht um Milliarden, die der Bund an die Kommunen geben will. Wir wollen starke Städte und Gemeinden und wir wollen gute öffentliche Leistungen für die Menschen in unserem Land bei Bildung, beim öffentlichen Personennahverkehr und beim Wohnen. Für diese Änderung des Grundgesetzes brauchen wir im Bundestag und im Bundesrat die entsprechenden verfassungsinneren Mehrheiten. Deshalb mein Appell an Grüne, Linke und FDP. Lassen Sie uns gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Lebensbedingungen in unserem Land zu verbessern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Als nächstes hat das Wort der Kollege Mario Miruch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Eine Verbesserung der Bildungsinfrastruktur ist lange überfällig. An Geld mangelt es dort an allen Ecken und Enden. Und das mindestens schon seit so vielen Jahren, wie hier in diesem Hause die Diskussion darüber geführt wird. Aber es wirft auch immer wieder die Frage auf, wo die Finanzmittel der Länder eigentlich hin sind. Gleiches gilt für die Kommunen, welche insbesondere die steigenden Kosten für die Sozialleistungen anführen. Das tun sie aber nicht erst seit der Flüchtlingskrise, das tun sie auch schon viele Jahre vorher. Und seit 2015 kommt halt noch eine schöne Schippe obendrauf, die nur keiner richtig kalkulieren kann. Aber es ist letzten Endes egal, wohin wir das Geld verschieben, auf kommunale Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Es sollte sich jeder immer wieder vor Augen führen, und das ist so schön eingängig, egal ob Bund, Kommune oder Land, es kommt aus Steuerzahlerhand. Die Bürger müssen das, was ausgegeben wird, vorher erstmal erwirtschaften. Und nun sehen sicherlich wieder einzelne Bundesländer die eigene Entscheidungssouveränität in Gefahr. Aber wenn man sich die zahlreichen Länder anschaut, in denen die Schulen sich in katastrophalem Zustand befinden und in welchem die hohen Abschlusszahlen nur noch durch stetes Absenken der Anforderungen erreicht werden, dann müssen wir uns eben wirklich die Frage stellen, inwieweit wir auch von Seiten des Bundes hier eingreifen. Und es braucht eben auch weit mehr, um unsere Bildung wieder zurück an die Spitze des internationalen Wettbewerbs zu bringen. Als Blaue Partei streben wir ebenfalls bundesweit einheitliche Bildungsstandards an, die sich natürlich an den besten Schulsystemen Deutschlands orientieren müssen. Die Zeiten, in denen ein Umzug in ein anderes Bundesland gleichbedeutend mit dem Wechsel in ein anderes Schulsystem, mit anderen Schwerpunkten, mit anderen Bewertungsmaßstäben sind, die müssen der Vergangenheit angehören. Der bildungspolitische Fleckenteppich ist eine Belastung für die Schüler, für die Familien und für die Lehrer und damit in der Folge für die Zukunft unseres Nachwuchses. Das kann also nur heißen, sich an den Spitzenreitern in den Bildungsrankings auszurichten. Das sind Sachsen, Bayern, zwei Länder, die sich den bisherigen Bildungsexperimenten wie Inklusion, Gender, Abschaffung der Mehrgliedrigkeit, Absenkung der Leistungsstandards völlig zu Recht weitgehend verweigert haben. Die Wohnraumdiskussion, die hier auch mit zur Debatte steht, scheint mir eine Symptomdebatte, die wir ewig führen werden, wenn sich nichts an
eigentlichen Ursachen ändert. Und diese Ursachen, dass Menschen Mieten nicht mehr bezahlen können, sind unter anderem eben auch zu hohe Steuern, zu hohe Energiekosten, die Europolitik, zu geringe Löhne, zu viele Aufstocker und damit letzten Endes viel zu wenig Kaufkraft für die eigentliche Arbeitsleistung. Und wer in dieser Diskussion diese Dinge ignoriert, der mag nach Marzahn schauen. Dort stehen die Paradebeispiele sozialistischen Wohnungsbaus. Das hat die Menschen nicht glücklich gemacht. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Der Kollege Kai Wegner hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 2006 wurde die soziale Wohnraumförderung in die alleinige Verantwortung der Länder übertragen. Damals, als Deutschland angeblich fertig gebaut war und auch hier im Haus der Ruf nach Bildung statt Beton zu hören war. Heute, 12 Jahre später, müssen wir feststellen, diese Entscheidung hat sich in Zeiten angespannter Wohnungsmärkte nicht bewährt. Heute geht es nicht mehr um Bildung statt Beton. Heute gilt es um Bildung und Beton, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das bezahlbare Wohnen steht nun wieder ganz oben auf der politischen Agenda. Die Öffentlichkeit erwartet, dass der Bund hier maßgeblich zur Problemlösung beiträgt, ganz unabhängig davon, was im Einzelnen dazu im Grundgesetz steht. Ohne die sprichwörtlichen goldenen Zügel ist die wirksame Aufgabenwahrnehmung durch viele Länder leider nicht vollständig gewährleistet. Ecki Rehberg hat vorhin die Zahlen dargestellt. Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Grundgesetzänderung greift das auf und macht, wie ich finde, dazu ein gutes Angebot. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine erneute Grundgesetzänderung machen wir uns nicht leicht, weil unser föderales System von klaren Verantwortlichkeiten lebt. Aber bei der Versorgung aller Bürger mit Wohnraum handelt es sich in der Tat um eine nationale Aufgabe. Darum ist es sinnvoll und geboten, dass sich auch der Bund aktiv zukünftig mit zweckgebundenen Finanzhilfen auch hier wieder voll einbringen kann. Ja, in der Tat zweckgebunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Wohnungsfrage muss sich die Stärke unserer sozialen Marktwirtschaft bewähren. Gerade weil unsere Marktwirtschaft sozial ist, müssen wir immer darauf reagieren, wenn sich Menschen in Deutschland aus eigener wirtschaftlicher Kraft unter reinen Marktbedingungen angemessenen Wohnraum eben nicht leisten können. Das machen wir als Bundesregierung über das Wohngeld, über das soziale Mietrecht. Das machen wir selbstverständlich aber auch über die soziale Wohnraumförderung. Die soziale Wohnraumförderung ist integraler Bestandteil unseres Sozialstaates. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, darauf können wir stolz sein. 5 Milliarden Euro allein nimmt der Bund bis 2021 in die Hand für den sozialen Wohnungsbau. Wenn wir die Mittel der sozialen Wohnraumförderung von Bund, Ländern und Kommunen zusammenrechnen, können damit 100.000 zusätzliche Sozialwohnungen entstehen. Für die Herausforderung auf dem Wohnungsmarkt ist die Zukunftssicherung der sozialen Wohnraumförderung kein Allheilmittel. Aber sie ist ein wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Kommunen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Wohnungspolitik stehen wir vor großen Herausforderungen. Und wir als Bundesregierung, wir als Koalition gehen diese auch an. Und mir ist durchaus bewusst, und das hat ja der vergangene Mittwoch in der Aktuellen Stunde auch gezeigt, dass es bei der Wohnungspolitik unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Auffassungen hier im Hause gibt. Unser Ansatz, der Ansatz der CDU-CSU ist, dass wir von allem etwas brauchen. Wir brauchen einen breiten Mix, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Und wenn wir uns darauf verständigen könnten, dass wir von allem etwas brauchen, sehe ich große Chancen, dass wir fraktionsübergreifend für die angemessene Wohnraumversorgung der Bürger gemeinsam sehr viel erreichen können. Und daher bitte ich Sie, lassen Sie uns in den Ausschussberatungen immer im Kopf behalten,
was für ein starkes Signal es ist, wenn das Parlament mit breiter Mehrheit, lieber Herr Kubicki, seinen Beitrag dazu leistet, die soziale Wohnraumförderung mit starker Unterstützung des Bundes, mit zweckgerichteten Mitteleinsatz für die Zukunft zu sichern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das erwarten die Menschen von uns. Das ist allen Anstrengungen wert. Und dieser Verantwortung für das soziale Gesicht in unserem Land sollten wir gemeinsam gerecht werden. Lassen Sie uns über den richtigen Weg diskutieren, aber lassen Sie uns diskutieren mit dem klaren Ziel einer Einigung, dass wir es hinbekommen, dass das Grundgesetz für die Menschen in diesem Land in dieser Form geändert wird. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist für die SPD-Fraktion der Kollege Oliver Kaczmarek. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, dass auf diese Debatte doch viele, nicht nur Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker, sondern auch Beteiligte in Schulen, Verbände gewartet haben, weil der Unterschied zu vielen Diskussionen, die wir über das Kooperationsverbot hier in diesem Haus schon geführt haben, der Unterschied zu Klammerbemerkungen in Sondierungspapieren ist doch, wir haben einen Gesetzentwurf der Bundesregierung auf der Grundlage eines Koalitionsvertrags und damit liegt der Aufbruch für Digitalisierung und Ganztag zum Greifen nah. Bitte lassen Sie uns diese Chance gemeinsam ergreifen. Und was wir wollen, das ist ja nicht eine Veränderung der Zuständigkeiten. Der Minister hat gerade darauf hingewiesen. Wir wollen eine neue Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen für die großen Herausforderungen im Bildungswesen. Wir wollen, dass sie kooperieren auf Augenhöhe. Und deswegen ist das keine abstrakte Gesetzesänderung, sondern wir wollen etwas erreichen. Und ich will Ihnen drei Beispiele nennen, damit das auch deutlich wird, warum wir das hier machen. Wir wollen erstens, dass Schulen weiterhin modernisiert werden. Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass Schülerinnen und Schüler teilweise die Toiletten meiden, weil die sich in keinem so guten Zustand befinden. Wir wollen die Schulsanierung weiterführen. Und mit dieser Grundgesetzänderung ermöglichen wir, dass das eben auch nicht nur auf finanzschwache Kommunen begrenzt ist. Das ist ein guter Schritt, wenn wir das gemeinsam schaffen. Wir wollen zweitens qualitativ hochwertige Angebote der Ganztagsbetreuung, insbesondere in Grundschulen. Die Eltern brauchen das, die Kinder profitieren davon. Das ist ein richtig guter Schritt in Richtung Chancengleichheit. Und drittens, der Digitalpakt ist ja hier schon angesprochen worden. Ich glaube, es ist mittlerweile unumstritten, dass wir das brauchen als Instrument. Und die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, hat in dieser Woche eine Lehrerbefragung vorgelegt. 82% aller Lehrerinnen und Lehrer sagen, die technische Ausstattung ihrer Schulen ist ein wichtiges oder sehr wichtiges Hindernis für die weitere Schulentwicklung. Deswegen, wir müssen jetzt die Grundlagen dafür schaffen. Wir dürfen jetzt nicht noch mehr Zeit verplempern. Das hat es beim Digitalpakt lange genug gegeben. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das am 1.1. nächsten Jahres losgeht und die Schulträger Anträge stellen können. Das sind wir den Schulen, den Schülerinnen und Schülern auch schuldig. Und ich will sagen, wir wissen doch, dass es derzeit keine Absicherung für diese Vorhaben im Grundgesetz gibt. Das ist klar, dass das, was die ehemalige Bildungsministerin uns vorgeschlagen hat, das über den Artikel 91c, über die Verwaltungszusammenarbeit im IT-Bereich abzuwickeln, dass das nicht geht. Das ist hinlänglich belegt, auch durch Kommentare. Das ist eine Feststellung, die im Übrigen auch Bündnis 90 die Grünen in der vergangenen Wahlperiode so getroffen haben. Also dieser Weg ist nicht gangbar. Und das, was Sie vorschlagen von FDP und Grünen, bei aller Sympathie, die man ja dafür haben kann, aber Sie wissen doch, dass wir das nicht nur hier im Haus beschließen müssen. Sie wissen, dass es hier im Haus, Sie haben doch mit der CDU und CSU selbst verhandelt, dass es dort auf große Vorbehalte stößt und auch bei den eigenen Ländern auf Vorbehalte stoßen wird. Deswegen meine Bitte, wir dürfen Vorbehalte bei dieser Gesetzesänderung, die Sie vorschlagen, nicht ignorieren. Ich glaube, es verzögert die Abläufe und wir müssen deutlich machen, Taktik darf nicht wichtiger sein als Verantwortung übernehmen. Ich plädiere dafür, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und lade dazu ein. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU hat das Wort der Kollege Alois Reiner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über die Änderung des Grundgesetzes, über die Änderung der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland in der ersten Lesung. Es gibt viele Gründe dafür. Viele sind auch schon angesprochen worden. Einer davon ist es, weil es im Koalitionsvertrag verankert worden ist. Ich bleibe ein großer Fan des Föderalismus in unserer Bundesrepublik Deutschland. Und
Dies wurde schon 1949 im Grundgesetz auch verankert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn ich dann immer höre, so zwischendurch, es gibt Schulhäuser, in denen die Toiletten nicht in Ordnung sind, dann mag das durchaus stimmen. Ich erinnere mich noch gerne an meine Zeit als Bürgermeister, eine gute Lehrzeit. Und ich kann nur an jeden Bürgermeister und auch an jede Landesregierung appellieren, setzen Sie Prioritäten. Setzen Sie Prioritäten und zeigen Sie nicht immer mit dem Finger auf den Bund. Der Bund soll sanieren. Es gibt Zuständigkeiten und die sind nun mal bei den Kommunen und sind nun mal bei den Ländern. Und ja, wir wollen helfen. Es ist gut. Bisher hatten wir nur notleidenden Kommunen unter die Arme greifen können. Jetzt soll es so werden, dass wir bei der Infrastruktur, was die Bildung anbelangt, jeder Kommune unter die Arme greifen können. Man kann sich seine Gedanken darüber machen. Ich hoffe, dass am Ende der Tage nicht wir im Deutschen Bundestag die Verantwortung tragen für marode Schulhäuser. Und wenn es um die Bildungsinfrastruktur geht, dann muss man auch sagen, ja, investieren wir in die Köpfe, unterhalten wir uns miteinander, aber ich denke, es wird schwierig werden, den Kultusministerinnen und Ministern unserer Bundesländer zu sagen, wie sie es machen sollen. Die nehmen gerne das Geld, das wir zur Verfügung stellen für Investitionen, aber das andere soll natürlich bei den Ländern selbst entschieden werden. Ich finde das auch gut. Und ich weiß auch, dass sich die Kultusminister schon länger über dieses Thema unterhalten, dass man zum Beispiel die Abiturnoten harmonisieren könnte in Deutschland. Na ja, wenn man sich an dem bayerischen System orientiert, dann kann man das durchaus gut vorstellen, dass das funktioniert. Aber es werden andere Länder nicht mitmachen. Und lassen Sie mir auch heute noch sagen, und da bin ich stolz darauf, Mitglied dieser regierungstragenden Partei zu sein. Wir haben die kommunalfreundlichste Bundesregierung jeglicher Zeit bisher gehabt. Das letzte Mal schon in der letzten Legislatur und auch dieses Mal wieder. Der Bund entlastet die Länder und Kommunen im Jahr 2018 um ca. 75 Milliarden Euro. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist richtig gut. Das darf man auch einmal sagen. Ja, wir werden mit dieser Grundgesetzänderung, die auch eine Zweidrittelmehrheit braucht, und das finde ich gut, so ein wichtiges Gesetz braucht eine breite Mehrheit, und hier muss man sich auch noch unterhalten. Wir werden mit dieser Grundgesetzänderung die Möglichkeit haben, mehr Geld an die Länder zu geben, mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau an die Länder zu geben. Es wurde vorhin schon darüber gesprochen, welche Länder bisher schon dieses Geld ordentlich eingesetzt haben. Ich hoffe, es folgen viele Länder dem Beispiel Bayerns, dass man das Geld, das der Bund für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellt, auch für den sozialen Wohnungsbau verwendet. Es ist nämlich unglaublich wichtig. Wir haben einen Wohnungspakt. Wir wollen zusätzliche bezahlbare Wohnungen erstellen. Und dann nehmen wir uns und da lassen wir uns auch gerne in die Verantwortung nehmen. Aber wir lassen es auch nicht zu, dass sich die Länder aus der Verantwortung rausstehlen. Auch das darf in dieser Form nicht passieren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fordere ausdrücklich, wenn der Bund mehr Geld zur Verfügung stellt, dann brauchen wir verfassungsmäßig auch die dementsprechende Kontrolle über das Geld, das wir zur Verfügung stellen. Es soll nämlich dementsprechend auch für den Zweck verwendet werden, für das wir es zur Verfügung stellen. Grundsätzlich soll der Grundsatz gelten, keine Leistung ohne Gegenleistung. Ich freue mich
auf die kommenden spannenden Verhandlungen zu diesem Thema. Wir haben am Montag in der nächsten Sitzungswoche eine Anhörung zu den geplanten Grundgesetzänderungen. Ich bin der Meinung, man sollte sich auch die Zeit dazu nehmen, ausführlich Zeit dazu nehmen, diese wichtigen Änderungen unserer Verfassung ausführlich zu diskutieren. Vielen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, der Kollege Tankred Schipanski, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, eine amüsante Debatte heute Morgen, gerade mit Blick auf den Bildungsbereich. Von daher will ich doch noch mal zur Ausgangsgrundlage zurückkommen. Es geht um den Koalitionsvertrag, Zeile 1139 bis 1145, wo wir versprechen und sagen, zur Verbesserung der Bildung werden wir eine Investitionsoffensive für Schulen auf den Weg bringen. Diese umfasst zusätzlich zum laufenden Schulsanierungsprogramm, hört, hört, wir kooperieren schon, wir arbeiten schon Bund und Länder zusammen. Zusätzlich dazu wollen wir insbesondere Investitionen in die Bildungsinfrastruktur leisten. Dazu werden wir die erforderliche Rechtsgrundlage in 104c Grundgesetz durch die Streichung des Begriffs finanzschwach in Bezug auf die Kommunen anpassen. Die Kultushoheit bleibt in der Kompetenz der Länder. Alois Rainer hat es gesagt, es geht darum, dass nicht nur finanzschwache Kommunen unsere Hilfe zukünftig bekommen, sondern generell Länder und Kommunen mit Blick auf die Bildungsinfrastruktur. Die AfD will alles so belassen, wie es ist. Das ist ihr gutes Recht. Dieser Ansicht kann man sein. Grüne und FDP sagen, lasst die Hände von 104c, ändert lieber 91b und 104b Grundgesetz. Sie verknüpfen damit eine Sachfrage, wo es um eine Rechtsgrundlage für eine notwendige Maßnahme geht, nämlich den Digitalpakt, mit einer generellen Föderalismusdebatte. Die Regierungskoalition will mit dieser Grundgesetzänderung den Digitalpakt ermöglichen, den wir schon so oft hier in diesem Hause diskutiert haben. Es geht um 5 Milliarden Euro, die wir zur Verfügung stellen wollen, temporär zur Verfügung stellen wollen, für die wichtige Aufgabe digitales Lernen. Wir wollen finanzielle Impulse setzen, wir wollen anschieben, wir wollen die Länder anspornen, wir wollen sie motivieren, in ihrer Verantwortung bei digitaler Bildung nachzukommen. Und ich bin sehr überrascht, dass die FDP plötzlich gegen Anspornen und gegen Leistung ist, das ist schon sehr vielsagend. Wir brauchen den Digitalpakt. Er ist eben Startschuss, Weckruf, Anspornen. Und wer sich gegen diese Grundgesetzänderung stellt, stellt sich gegen den Digitalpakt. Der stellt sich auch gegen das Geld, was der Finanzminister bereits zur Verfügung gestellt hat. Der verhindert gute Bildung, aber fördert sie nicht. Nein, ich würde gerne ausführen und nachher mit einer Kurz- oder Zwischenintervention reagieren. Wenn FDP und Grüne von Ermöglichen in dieser Debatte sprechen, müssen wir doch bei einer sachlichen Debatte auch schauen, was überhaupt möglich ist. Und wir debattieren die Grundgesetzänderung eben nicht im luftleeren Raum. Wir benötigen auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Und da kenne ich keinen einzigen Ministerpräsidenten, der auf seine Kultushoheit verzichten will. Aber genau das schlagen FDP und Grüne in ihren Antrag vor. Für die Grünen scheint das ganz normal zu sein, dass die Bundestagsfraktion da eine andere Meinung vertritt als ihre Länderkollegen, insbesondere als der Ministerpräsident. Und sie wiederholen hier betont, bewusst falsch, immer wieder das Wort Kooperationsverbot. Sie wissen, dass wir in einem Bundesstaat leben, dass unsere Verfassung ein Kooperationsgebot enthält. Und Sie wissen, dass wir klare Zuständigkeitsregeln haben und dass wir bereits umfangreich kooperieren. Denke an den Hochschulpakt, Qualitätspakt Lehre, Pakt für Forschung und Innovation. Gestern wieder Gelder an die Hochschulen, 2,7 Milliarden im Rahmen der Exzellenzinitiative. Das ist Kooperation. Da muss der Kollege Lindner nicht erst in die Schweiz schauen. Da kann er auf Deutschland schauen, wie hier kooperiert wird. Im Antrag und in Ihrem Brief an die Bundeskanzlerin fordern Sie nationale Bildungsstandards und deren verbindliche Umsetzung. Ich freue mich sehr, dass Sie hier eine Forderung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion aus dem Jahre 2010 aufgreifen und unterstützen. Jedoch ist Ihr vorgeschlagener Weg, diese Forderung umzusetzen, ein Irrweg. Denn der Fehler mit Blick auf die Bildungsstandards und Verbindlichkeit liegt nicht in der Verfassung.
Der Mangel liegt in einem fehlerhaften Verfahren der Kultusministerkonferenz, dass deren Schlüsse nicht verbindlich sind. Und Sie haben es, da haben Sie recht, in 70 Jahren nicht geschafft, diesen Mangel abzustellen. Daher haben wir uns im Koalitionsvertrag für einen Bildungsrat entschieden, der sich dieser Lösung, dieser Problematik annehmen soll. Und einzig verfassungsrechtlich zulässiger Weg ist im Übrigen ein Bildungsstaatsvertrag, den die Ministerpräsidenten gemeinsam abschließen, analog dem Rundfunkstaatsvertrag. Aber auch das ist eine Forderung der CDU/CSU aus Bund und Ländern gemeinsam. Das heißt, eine Verfassungsänderung, wie sie Grüne und FDP hier vorschlagen, verfehlt leider ihr Ziel. Und auch mit Blick auf dauerhafte Finanzhilfen kommen sie zu spät. Dies haben wir abschließend geklärt am 13. Juli 2017. Wir haben eine große Bund-Länder-Finanzreform auf den Weg gebracht. 9,6 Milliarden Euro jährlich für die Bundesländer zusätzlich vom Bund. Mehr geht nicht. Richtig ist, Sie waren nicht im Parlament, die Grünen waren dagegen. Aber so ist das nun mal. Da haben Sie die Chance verpasst, dieser dauerhaften Finanzierung dort entsprechend zuzustimmen. Eine Bund-Länder-Zusammenarbeit ist im Bundesstaat möglich. Wir wollen die Verfassung ändern, um etwas zu ermöglichen. Wir wollen anschieben, wir wollen Schwung geben. Aber fahren müssen die Bundesländer selbst. Sie tragen dafür die Verantwortung. Oder es mit der Frau Suding zu sagen, wir bezahlen den Bauern die Badehose, aber schwimmen muss der Bauer schon selber. Der FDP rufe ich zu, Sie haben die Möglichkeit, Ihr Wahlprogramm auf Seite 25 umzusetzen, wo Sie von Digitalisierung, Bildung und so weiter groß sprechen. Das können Sie hier mit Zustimmung zu unserer Verfassungsänderung erreichen. Seien Sie doch mal mutig in dieser Sache. Und den Grünen kann man nur sagen, seien Sie nicht ständig gegen etwas. Sie haben es schon versäumt, am 13. November 2014 der Änderung des 91b zuzustimmen. Ermöglichen Sie jetzt den Digitalpakt durch Änderung des 104c. Seien Sie nicht immer dagegen. Unsere Hand ist ausgestreckt zum Wohle der Bildungsrepublik Deutschland. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 34/40, 45/43 und 45/56 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 23.